Moin und herzlich willkommen beim Wrestling Talk Radio und der Opening Bell zu SmackDowns TLC 2017. TLC findet ja am Sonntag, den 4.12. in Dallas statt und ich bin der Willi und heute haben wir eine reine Männerrunde. Denn die Nicole hat praktisch frei bekommen, weil wir heute zwei seltene Gäste dabei haben. Und zwar ist mein erster Gast traditionell eigentlich nur bei TLC zu hören, glaube ich. Und das ist der Christoph. Moin Christoph. Hallo. Warum eigentlich TLC? Das, keine Ahnung, eine alte Tradition. Warum nicht? Wie Maibaum aufstellen. Das hat sich irgendwann so ergeben. Seit 2013 tatsächlich keinen einzigen TLC-Podcast im WDR verpasst. Aber auch schön, dass ihr jedes Jahr an mich denkt. Ja, diesmal war es ja knapp, aber wir haben auch an dich gedacht. Es war letztes Jahr schon knapp. Ja, aber letztes Jahr haben wir auch zusammengesprochen, fällt mir da auch bei TLC. Ist so. Ja, mit Matze und ich glaube noch einer war dabei, ich bin mir nicht sicher. Der Marcel. Nein, es war du, Marc und Marcel. Und du hast das Tippspiel gewonnen. Ja, immer. Ich habe gerade sowieso einen Lauf irgendwie. Jedes zweite Ding gewinne ich irgendwie, aber mal gucken. Ja, Christoph, schön, dich hier zu haben. Der Stuhl neben Christoph, der wird halt ausgefüllt von einem Monster, was wir selten gesehen haben, aber es ist immer noch irgendwo da. Es ist der Monster, Marc. Hallo, Marc. Ja, heute reicht auch Marc. Heute reicht Marc? Heutzutage nur noch selten, aber wenn, dann natürlich mit voller Power und absolutem Elan. Ja, und ich denke natürlich immer an Christoph, wie er weiß, hier gar nicht knapp und so, sondern jeden Tag, jede einzelne Stunde und Minute. Nein, eigentlich nicht, aber doch schon öfter als alle anderen. Ja, ich mag den Christoph nämlich. So. Ach du. Ja. Wir mögen ihn auch, so ist nicht. Vielleicht suche ich auch nur einen neuen Freund beim WTR, seit Marcel weggegangen ist. Man weiß es nicht. Marc, du bist sowieso nur da, weil du wieder Tippspiel König werden willst, glaube ich. Letztes Mal hast du auch gewonnen dazu, ne? Beim letzten Mal, glaube ich. Ja, ich glaube ja. Es kann sein, dass ich letztes Mal. Das hast du auch das ein oder andere Mal fallen lassen in der Sendung, glaube ich. Ja, habe ich das? Könnte ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, dunkel erinnere mich dann noch irgendwie. Ja, es ist auch immer so komisch. Irgendwelche Leute sprechen mir auch immer auf irgendeinen Sieg gegen Cesaro an. Ich wüsste gar nicht, dass ich das hier erwähnt habe. Aber das mir manchmal auch ist es so, komische Dinge passieren. Und ja. So ist das halt. So, ich habe einen vorgestellt, ich habe zwei vorgestellt. Wir sind heute vier Leute, eine Vierer-Männerrunde. Und ja, der Einzige, der vielleicht immer rackern muss bei uns, ist der Jan. Moin, Jan. Tachchen. Ja, wir sprechen uns auch irgendwie jede Woche einmal, ne? Ja, ja. Egal welches Format. Ja, irgendwer muss es ja machen, ne? Irgendwer muss sich hinhalten dafür. Ja, ja. Deswegen bin ich ja sehr erfreut, dass wir heute wieder mal zwei seltene Gesichter bei uns haben. Oder seltenere Stimmen, sagen wir es mal so selten. Vor allen Dingen Gesichter, genau. Ja, deswegen habe ich ja noch Stimmen nachgelegt, eben weil, ja. Ja, du hast am Anfang aber auch TLC 2017 gesagt. Echt? Habe ich auch geschrieben. Ja. Wirklich? Ja. Daran könnte es liegen. Ja, ich und ja das eben hier beim Wrestling-Gesichtsradio. Na, guck mal an. Ja, das, weil ich eben im Off-Talk erzählt habe schon, dass ich nach einer Wohnung suche und die will ich ab 2017 beziehen. Und deswegen habe ich wahrscheinlich 2017 im Kopf. Ich habe keinen Plan. Aber so schnell verliert man sein Podcast-Gesicht. Eieiei. Der war jetzt gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Der war ganz gut, ja. Ach, ihr. Gut, dass Marcel nicht da ist. Er hätte sich schreiend weggeschmissen wahrscheinlich. Jungs, wollen wir anfangen? Wir haben ja viel zu schaffen. Wir haben ja, TLC ist zwar nicht der größte Pay-Per-View, aber da wir heute vier Leute sind, wird es, glaube ich, ein bisschen länger werden. Wir gucken mal. Ich habe eben schon mit euch gesprochen, wir haben eigentlich sechs Matches auf der Card und am Anfang fragen wir immer, gibt es noch weitere Matches auf der Card? Es gibt beim Tippspiel einen Punkt für Ja oder Nein. Ob man nur die Matchstrecke hat, ist wieder ja egal, ist nur das Hand für uns. Aber ich würde gerne mal gleich Christoph fragen. Christoph, hast du noch ein Match, was raufkommen könnte? Hm. Ja, vielleicht darf Kane wieder Luke Harper besiegen. ich glaube eigentlich nicht. Ich auch glaube gleich, tatsächlich, auch Kane, dass, Luke Harper nicht oder so? Wenn, dann das am ehesten. Aber Luke Harper wird ja eigentlich nochmal fürs Tag-Team-Match unter Umständen. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Dann schreibe ich bei den Nein rein. Was sagt denn Jan? Ich sage, es wird noch ein weiteres Match geben, weil für einen Kickoff brauchen wir irgendwas. Mhm. Meinst du auch was irgendwie? Auf jeden Fall noch draufkommen müssen die Tech-Teams. Mhm. Ich sage jetzt einfach mal ein 6-Mann-Tech, 6-Mann nicht, 8-Mann.
Also ja. Zwei Teams pro Seite. Auf der einen Seite American Alpha und wie heißen sie denn hier? Tyler Breeze und Fandango. Und auf die andere Seite packen wir Breezango. Breezango, die Modepolizei. Genau, die Modepolizei. Und auf die andere Seite packen wir die Usos und die Ascension. Oh, das sehen wir, weiß ich auch nicht genau. Okay. Klingt gut. Marc? Ja, bitte ja. Irgendeinen belanglosen Scheiß werden wir bestimmt noch finden. Und wird den dann hochglaborös irgendwo da noch reinquetschen. Aber das kann jetzt vieles sein, von Luke Harper, King Drittel bis über irgendwie sowas, was Jan da sich zusammenbastelt. Oder vielleicht auch einfach nur American Alpha gegen die Usos, weil man es ja auch noch nicht hatte. Ja. Oder wie wär's mit Jack Swagger? Ja. Oder den Hype Bros. Ach, auch ja, nicht. Ja, nicht den Troll füttern. Nicht mit Jack Swagger. Ach, Jack Swagger und die Hype Bros. Ach, mit Jack Swagger habe ich schon meinen Frieden geschlossen. Wäre das denn legal heiß? Eieiei, so, okay, also wie gesagt, mach mal ein Ja rein und wie gesagt, irgendwas wird. Ja, und irgendwas, ne? Das habe ich nämlich, das nehme ich einfach auf diesmal. Ja, ich glaube auch. Irgendwas. Okay. Das heißt, du schreibst notfalls einfach ein Ja auf jetzt, das ohne Paarung dazu. Hab ich schon. dann schreib doch bei mir auch ein Ja auf. Okay, also doch ein Ja bei dir. Ja. Machen wir. Es gibt ja eh nur einen Punkt, ob Ja oder Nein. Das Match ist egal, ja. Aber. Ich glaube, es stimmt natürlich. 6 Matches ist vielleicht sogar etwas kurz mit Pre-Show. Na, wer weiß, wir haben 2 Damen-Matches, 20 Minuten. Gucken wir mal. Juhu! Noch besser als das, was bei Raw geliefert wird. Ja, das, lass ich mal so stehen, Jan. Also jetzt nur auf die Damen bezogen, natürlich. Ja, vielleicht kommt auch Bill Goldberg rein und haut in 5 Minuten den gesamten Roster weg. Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Wir gucken mal direkt zur Hauptshow, denn ich möchte gleich weitermachen. Die Fehde, die uns alle interessiert, habe ich als erstes genommen als Opener, weil bla. Baron Corbin gegen Kalisto in einem Stuhlmatch, ein Chairs-Match. Und das ist, glaube ich, eine Fehde, die ich weiß nicht, gibt es überhaupt Leute, die das interessiert? Ich frage mal Jan. Naja, interessieren ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr hochgegriffen. Ja. Ich weiß auch nicht so wirklich, was ich tippe. Ich müsste mich dran erinnern, wie die letzten Matches zwischen denen ausgegangen sind. Immer mal so, das schwankt. Aber da Corbin Kalisto den Sieg beim letzten Pay-Per-View versaut hat, darf jetzt Kalisto gewinnen. Obwohl SmackDown dieses Hin und Her war zwischen den beiden mit Verletzungen und Attackieren mit Stuhl und so. Trotzdem Momentum dann bei Kalisto? Ja. Ach, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Also eigentlich würde es Corbin mehr bringen, wenn er das Ding jetzt hier ad acta legen könnte. Ja. Mit einem Sieg. Ja. Damit er dann Richtung Royal Rumble dann vielleicht auch da so ein bisschen, nachdem er ja letztes Jahr bei WrestleMania eine Battle Royale gewonnen hat, jetzt vielleicht hier die nächste versuchen kann zu gewinnen. Mhm. Aber ja, wie gesagt, dadurch, dass er da eingegriffen hat, denke ich fast, dass Kalisto gewinnt. Außerdem wäre das ein Face-Sieg auf der Card, wo ich nicht so viele Face-Sieger habe. Dann nehmen wir Kalisto bei dir. Und ich guck mal, ob der Marc auch so viele Face-Sieger hat. Das weiß ich gar nicht so spontan. Aber Baron Corbin ist natürlich erstmal eine ganz große Hausnummer bei SmackDown. Der zerstörerische Lone Wolf, der leider nicht unfallfrei auf dem Apron laufen kann. Ja. Ohne abzurutschen und sich das Bein zu, ich weiß es nicht, verdrehen. Ja, kann man mal machen. Lässt ihn ein wenig ungeschickt bis dämlich dastehen. Da kann man sicherlich irgendwas dazwischen finden. Ja, sei es drum. Kalisto, ja, was soll man zu dem sagen? Ich war schon kein Fan von Rey Mysterio. Aber ich weiß natürlich, da gab es eine ganze Menge. Ja, gut, sei es drum. Man braucht wohl so einen Roster. Gewinnen wird das Match allerdings, denke ich, tatsächlich Baron Corbin.
weil sie noch ein wenig an diesem zerstörerischen Lone Wolf festhalten wollen. Und ja, dann gegen Kalisto hier, Pay-Per-View-Niederlage. Ich denke eher, er wird ihn mit den Stühlen irgendwann mal ordentlich verdreschen. Und dann kommt der körperliche Vorteil da ihm zugute. Mhm. Ja, dann kann er ihn pinnen. Und dann hat er zumindest dieses Match. Und ich hoffe eigentlich auch diese Fehde für sich entschieden. Ja, also ich tippe Baron Corbin. Ja. Und ja, damit sei das dazu gesagt. Was sagt denn Christoph dazu? Also ich glaube ja eigentlich, dass diese Stuhl-Stipulation, auch tolles Wort, das Chairs-Match eigentlich ein Vorteil für Kalisto ist. Weil körperlich kann er nicht viel mithalten, glaube ich. Christoph, was meinst du? Kann er das nutzen oder wird Baron Corbin einfach den Sack zumachen? Also über weite Strecken hat sich das, was der Marc gerade gesagt hat, eigentlich eh sehr vernünftig angehört. Ich glaube tatsächlich auch, nachdem Kalisto ja seit WrestleMania oder zu WrestleMania nur den US-Title getragen hat, wenn ich mich jetzt nicht irre, und da gegen Ryback gefädet und jetzt bei der Survivor Series ein Singles Contest gegen Brian Kendrick und Cruiserweight, Kalisto hat sein Standing. Kalisto hat sein Standing. Und auch IC-Title-Match danach gleich, ne? Als Belohnung, absolut, weil er verloren absolut. Hat, ne? Also, absolut. Das ja auch gleich wieder. Ja, deswegen bei Kalisto. Kalisto steht eher höher, als er schlechtestenfalls könnte. Und deswegen den Sieg brauchen würde eher Baron Corbin. Und tatsächlich glaube ich, dass es so kommen wird mit einem End of Days auf einen oder einen Haufen von Stühlen. Ich bin übrigens sehr stolz auf euch alle, dass ihr nicht einer den Witz mit dem Stuhlgang beim Stuhlmatch gebracht habt. Deswegen habe ich noch ein Chairs-Match hergeschoben beim Ankündigen eben. Ich wusste, irgendeiner sagt was dann, wenn ich Stuhlmatch höre. Ja. Ja, wir sind alle schon alt, da lachen wir nicht mehr drüber. Leo lachen, aber wir lachen da nicht mehr drüber. Ja, aber es hat sich letztes Jahr ein schöner Merksatz daraus ergeben. Es war dann besser ein Aftermatch als ein Stuhlmatch. Hey, ja. Danke dafür. Lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Genau, wir lassen es im Raum stehen und ich mache das jetzt so, dass ich einfach auch auf, bin, ich habe diesmal überhaupt keine Tipps mir vorher notiert, weil ich einfach mal gucken wollte, was ihr so macht und wie ich darauf reagiere. Jetzt habt ihr natürlich hier zweimal Kalisto, einmal Corbin, ich würde auch sagen, Corbin muss das Ding eigentlich gewinnen, damit dieses... Haben wir nicht zweimal Corbin? Zweimal Corbin. Zweimal Corbin? Ja, kann ich doch, Christoph hat auch Corbin. Ach, das ist wieder, wenn man... Gut, habe ich auf jeden Fall. Corbin dann... 2017. Ja, so. Ja, Christoph. Nächstes Mal bist du ja nicht dabei. Ich merke mir das. Du meinst 2019. 2017 bin ich da nicht, bist du da nicht dabei. ja, gut, wenn der zweimal Korb macht, muss ich auch Kalisto nehmen. Einfach mal, um hier Jan beiseite zu stehen. Ich glaube auch, dass es der Opener wird, weil die Musik von Kalisto wird zuerst gespielt und das Publikum ist wieder wach. Nach einer Stunde belanglosem Quatsch-Pre-Show-Zeugs. Lutscher. Genau deshalb, ja, leider. Ja, ich glaube, da sind sie wach und Face-Sieg und ja, Kalisto, das alte Eis, wird das Ding schon machen, würde ich sagen. Zweites Match habe ich mir aufgeschrieben, das New DQ-Match zwischen Carmella und Nikki Bella. Und ich bin kein großer Freund von Carmella, das ist auch in den letzten 10 Podcasts, glaube ich, gut rausgekommen. ist Nikki das Bella. So? Warum, ja, warum ist das denn so? Weil Carmella jetzt bei SmackDown das erste Mal, seit ich sie im Hauptroster sehe, Reaktion gezogen hat, aber auch nur, weil alle How You Doing gerufen haben zu ihr und sie es einfach jetzt weggedrückt hat, weil sie ist ein Heel. Sonst hat sie nie Reaktion, ob sie ihn gewinnt, ob sie verliert, ob sie nur rauskommt, ob sie irgendwo zu sehen ist in der Kamera. Niemand schert sich um sie irgendwie, was vielleicht schade für sie selbst ist, aber vielleicht erspart uns das ganze Gimmick jetzt irgendwie mal bald einer und dann wird was Besseres. Ja, aber ich weiß auch nicht, warum sie nicht da gelassen haben, wo sie bei NXT war, weil da war sie eigentlich ganz gut. Und jetzt hat man wieder eine tolle Idee gehabt, die wieder gar nicht ganz so toll war im Hauptprogramm. Ja, wie schon so oft und leider wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Aber gut. Wir gucken mal. Marc kann es gleich weitermachen. Ich tippe auf Nikki Bella und Marc kann gleich auch mal tippen. Ja, du sagst, du bist nicht so ein Fan von Carmella. Ich bin auch nicht so ein Fan von Nikki Bella. Was sich sogar lustig reimt, Carmella und Bella, das ist doch mal toll. Ach, die reimt es gut. Naja, da hat vielleicht dann direkt einer bei WWE nachgedacht und hat sich das ausgedacht, weil er nachgedacht hat.
Carmella gegen Bella. Ja, auf jeden Fall, ja, ein, finde ich, auch relativ irrelevantes Match auf einer Pay-Per-View-Card. Mhm. Hätte man auch bei SmackDown abhandeln können, andererseits hat man natürlich hat man auch ja schon tausendmal das Problem. Richtig, richtig. Und ja, das Problem ist halt auch, man hat ja auch Pay-Per-View-Zeit, obwohl man ja gerade jetzt bei dem angesprochenen von mir schon vorhin erwähnten Bill Goldberg gesehen hat, Pay-Per-View-Zeit auch unterschritten werden kann. Auch das ist ja mal kein Problem. Ja, darum weiß ich nicht. Gut, ist halt ein Füller und der ein oder andere mag bestimmt Nikki Bella ganz gerne angucken, wenigstens. Und der andere oder ein oder andere dann eben Carmella. Und ja, gut, sei es drum. Ja, gewinnen, denke ich, wird hier jetzt Nikki Bella, weil Pay-Per-View und weil Nikki Bella relevanter. Also Carmella ist eher so die Smackdown, also bei Smackdown Gewinnerin dieser Matches. Und Nikki Bella eher die Pay-Per-View-Gewinnerin dieser Matches, würde ich jetzt mal so annehmen. Mhm. Ist aber auch schwer zu sagen, so ein Match. Ich finde, sowas ist schwer zu tippen, weil es irrelevant ist. Weil es ist auch völlig egal, wer da als Sieger rausgeht. Das können sie bei SmackDown dann gleich wieder drehen, wenn sie es wollen, mit dem Sieg der anderen. Und es bringt auch eigentlich, ja, naja, guten Sieg würde Carmella sicherlich dann doch eher weiterbringen als Nikki Bella. Mhm. Obwohl kann man auch gar nicht so ganz so sagen, weil Nikki Bella ja auch irgendwie ihren Status behalten muss als längste Divas-Championess, die dann vielleicht immer irgendeine Gefahr auf dem SmackDown-Ladies-Belt ist. Und das ist eher Nikki Bella als Carmella. Und darum gewinnt hier Nikki Bella. So, sage ich mal so. Ja, sage ich auch. Jan, nach der Promo bei SmackDown hast du vielleicht gesehen, als auch John Cena von Carmella angegriffen wurde, sozusagen. Rein sprachlich natürlich nur und Nikki Bella wird nachher, was wurde noch genau gesagt, wird ihr so auf den Oberkörper hauen, dass ihre beiden Bellas hinten rauskommen, glaube ich, hat sie gesagt, und dass niemand mehr Lust hat, Nikki Bella dann zu heiraten. War auch sehr schön, fand ich. Jan, was meinst du? Was passiert denn da? Ja, also bei dieser epischen Fehde müsste eigentlich der Höhepunkt sein. Leider geht das nicht, weil es die falsche Bella ist. Wenn es die andere Bella werden, könnte die ein Match verlieren, wo es um die Namensrechte des Babys gibt. Und wenn es ein Mädchen wird, heißt das dann wirklich Carmella Bella. Das war ja schon mal mein Vorschlag. Oder wenn John Cena und... beides könnte man ja auch machen. Das ja? Irgendwo bei WrestleMania, so wie früher in Märchen, dein Erstgeborenes wird dann sozusagen zumindest meinen Namen kriegen. Und egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, das heißt dann Carmella Bella. Das wäre super, vor allem, wenn es ein Junge wird. Ja, gut. Aber meinst du, dass sie nicht noch heiraten und dass Frau Bella dann nicht mehr Frau Bella heißt? Die behält ihren Namen. Brie heißt ja auch noch Brie Bella. Also von daher... Das stimmt. Auch, ich weiß nicht, ob sie vielleicht wirklich einen Namen von Daniel Bryan angenommen hat. Stimmt, Doppelname, gehe ich mal von aus. Weiß ich. Der ja eigentlich Bryan Danielson heißt. Aber das wird dann noch verwirrender, wenn jetzt auf einmal Brie Danielson heißen würde. Das ist eh verwirrend, wenn jemand Bryan Danielson heißt und woanders wird er Daniel Bryan genannt. Das ist, ja. Es muss für ihn immer wie so ein Fragezeichen jeden Tag sein, wenn man ihn anspricht irgendwie, finde ich. Ja. Wenn er viel in Japan angetreten wäre, wäre es für ihn nicht so das Problem. Das stimmt. Aber naja, egal. Aber Brie Bryan ist auch irgendwie doof. Ja. Aber sie hat sicher Daniels. Ach ja. Oder? Bestimmt. Inzwischen sicher. Denke ich auch. Sonst gut. Aber das heißen die meisten bei WWE ja nicht so, wie sie heißen, wenn sie irgendwo beim Amt vorsprechen. Also von daher. Das stimmt. Ist das ja kein Problem. Aber Brie Bella heißt tatsächlich inzwischen Brianna Monique Danielson. Siehst du? Klingt aber hübsch. Absolut. Bin ich schon. Aber Jan, hau ruhig raus, wie es weitergeht. Ja. Schon Namensrechte geht und so. Begründung gibt's nicht. Ich habe leider den Tipp nicht verstanden. Ich würde sagen, du hast Nikki Bella gesagt, oder? Ich Nein. Bei mir hat es nämlich gerade geknackt irgendwie. Carmella? Carmella und nicht die Bella. Carmella und das Erstgeborene heißt dann Carmella Bella. Ja, das, ja. Ich würde es lustig finden. Alles sowieso der Pay-Per-View der schlechten Gags. Vor allem ist es der Pay-Per-View der endenden Fäden. Ne, Baron Corbin gegen Kalisto enden endlich, haben sie gesagt. Carmella gegen hoffentlich. Und das nächste, wo wir gleich drauf kommen, soll auch endlich enden. Aber bevor wir noch drauf kommen, würde ich noch Christoph fragen.
Ob er auch zu Carmella steht oder eher zu Nikki Bella? Ja, es ist die Frage natürlich, ob Nikki Bella für die Attacke bei der Survivor Series jetzt schon ihre Heat zurückbekommen wird. Oder ob Carmella vielleicht. Und tatsächlich wäre der Sieg natürlich ein wertvoller, aber ich sage auch Nikki Bella gewinnt. Und sagst du das auch, wenn du dir nochmal im Klaren bist, dass es ein No-Disqualification-Match ist? Heißt, es kann ja eingreifen. Das ist mir auch im Hinterkopf die ganze Zeit. Wer auch immer, aber es könnte sein. Stimmt, aber ich habe auch gerade meine restlichen Tipps durchgeschaut und festgestellt, dass ich bisher eigentlich nur einen einzigen Face-Sieg. Und das ist mir zu wenig. Deswegen, hier gewinnt nochmal Nikki Bella. Dann habe ich zwei Face-Siege. Du hast aber gerade einen gar nicht so schlechten Punkt eingeworfen mit dem No-DQ-Match. Ja. Es könnte natürlich auch noch die ominöse Dame auftauchen, die Nikki Bella verhauen hat bei der Survivor Series, die sich jetzt outet oder auch noch mit schwarzer Maske auftaucht. Das sollte man vielleicht gar nicht so außer Acht lassen. Ich glaube, das reicht mir sogar, um einen Tipp zu ändern. Weil, ich meine, wir brauchen eine Auflösung und ich glaube nicht, dass es Carmella war, weil das wäre fast schon ja zu einfallslos. Ja. Darum ist es halt Lady X und die taucht hier vielleicht auf. Also ich ändere meinen Tipp doch tatsächlich auf Carmella. Das ist das Argument des No DQ. Deswegen habe ich es noch reingeschmissen, sehr gut. Mhm. Also. Sehr gute Idee, solange es nicht der Midnight Rider ist und am Ende schließt es raus. Der Black Scorpion. Ja, vielleicht auch der. Stimmt, der Black Scorpion, das war Ric Flair, ne? Der Black Scorpion war ja auch bei SmackDown jetzt, ne? Im Zweifelsfall ist es immer Brutus Beefcake unter den schwarzen Masken, also. War der Black Scorpion nicht Flair? Ja, der Scorpion war Flair und der Midnight Rider, das war Dusty Rhodes. Habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen was durcheinander geworfen. Der Black war auch schon weit. Der Black Scorpion war auf jeden Fall Flair. Und der war ja bei SmackDown dabei, beim Titelwechsel. Bei Raw, meinst du? Bei Raw? Ich bin immer noch. Bei Raw natürlich, stimmt. Ich hatte Becky Lynch im Kopf, stimmt ja gar nicht. Naja, egal. Gut, haben wir zweimal Nikki Bella, zweimal Carmella. Lassen wir erstmal so stehen und gehen zum nächsten Match. Und die Fehde endet auch endlich und hoffentlich Intercontinental Title Match. Und zwar über einer Leiter sozusagen. The Miz mit Maryse gegen Dolph Ziggler und ich fange mal mit Jan an, denn der hat zu dem Match schon die letzten 5 Monate auch was gesagt. Jan. Wenn die WWE von mir nicht eine schlechte Wertung kriegen möchte, bei dem Pay-Per-View muss der Miz gewinnen. Ansonsten kriege ich dann spätestens nach dem Match schlechte Laune. Ja. Dankeschön. Das sehe ich nämlich genauso. Ich kann auch gleich sagen, ich nehme auch Miz, weil ich glaube, wenn sie sagen, das Ding endet hier und Dolph Ziggler gewinnt das wirklich, kriegt Miz trotzdem ein Rematch wegen der Klausel, Ex-Champion und so weiter. Deswegen muss der Miz gewinnen, damit das überhaupt was zu sagen hat, dass das letzte Match ist. Außerdem kann ich Dolph Ziggler, weiß ich nicht, ist irgendwie, ich sehe den Miz gerne als Champion. Aber Marc hatte auch gerade das stimmt gesagt und wird auch auf Miz tippen? Nein, ich habe nicht Dankeschön gesagt, aber das macht nichts. Also Miz ist hier sicherlich eine Personalie, die es geschafft hat, aus der völligen Irrelevanz sich tatsächlich wieder in eine relevante Position zu bringen, mithilfe seiner Frau, das muss man immer dazu sagen. Aber das macht ja nichts. Man gibt ihm auch mittlerweile wieder die Möglichkeit, sich zu präsentieren und das hat er dann auch tatsächlich ergriffen. Gelingt auch nicht jedem, ihm ist es gelungen, meiner Meinung nach. Ja, während Dolph Ziggler halt immer noch irgendwie gut, diese ganze Geschichte mit dem Karriereende und so, das war ja nochmal ein ganz netter Moment, aber trotzdem ist er für mich immer noch irgendwie Mr. Auserzählt. Von daher Mr. Jetzt Auserzählt, Titel, das ist schön, das schreibe ich mir auf. Mr. Auserzählt ist super, Marc. Also ihm den Titel jetzt wieder reinzudrücken und dann warum? Ganz ehrlich. Gut, ich weiß nicht, wo sie mit Ziggler auf längere Sicht hinwollen oder ob sie mit Ziggler überhaupt noch irgendwo auf längere Sicht hinwollen. Das weiß ich nicht, aber The Miz sollte das Ding hier behalten, allein schon, weil da auch noch die übergeordnete Fehde mit Daniel Bryan irgendwo stattfindet. Und er, wie gesagt, auch im Moment eigentlich viel, viel richtig macht. Alles richtig macht, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, aber viel, viel richtig macht. Und ich denke, das wäre der richtige Schritt. Lasst ihm das Ding und dann mal gucken, wo es mit ihm wieder dann weitergeht.
Also mein Tipp ist jetzt Miss. Mhm. Miss. Christoph, jetzt musst du theoretisch auf Frau Segler tippen, weil sonst gewinnt auch Segler. Was machst du denn? Vermutlich wird es dann so kommen. Ich werde auch Miss tippen. Okay. Und zwar aus genau diesen eben genannten Gründen. Und weil tatsächlich so ist, dass die WWE ja jahrelang in Wirklichkeit nie wirklich wusste, mit wem sie diesen Intercontinental Title eigentlich besetzen soll. Und mit Miss hat er dann tatsächlich doch wieder eine gewisse, ja, fast Bedeutsamkeit eigentlich wieder bekommen. Mhm. Und auch die Rückkehr von Maurice, also es war sicher kein großer Fehler in diesem Kontext. Na, der Miss verteidigt und das völlig zu Recht. Die Rückkehr von Maurice war nicht mal ein kleiner Fehler, Christoph. Das war sogar völlig richtig. Das war, also, ja, das war ein falscher Fehler, nämlich ein guter. Ausgesprochen löblich war diese Rückkehr sogar. Also solange The Miz mit Maurice und roten Teppich zum Ring kommt, kann er das Ding halten, bis er 80 ist. Das ist mir völlig egal. Gerne. So. Und auch Oldschool Maurice, wie ab und zu sie mal eingreift, also wirklich nicht sich im Vordergrund spielt, immer Hintergrund bleibt, aber trotzdem mal die richtigen Stellen eingreift, irgendwie finde ich grandios, dieses halbe Oldschool-Gimmick mit ich bin hier der Boss und ich bin eigentlich Schauspieler und ich bin was Besseres und so, ist super. Ja. Könnte ich ihm so Sherry Mattel-Style. Ja, so. Aber Sherry hat noch ein bisschen Vordergrund. Also so ein Zwischending vielleicht. Ja, aber Sherry war lauter. Ja, das stimmt allerdings. Aber nicht glamouröser. Also Maurice sieht da schon einige Karten. Gut, ne? Sherry war auch mehr das Biest, aber Maurice Sherry war auch glamourös. Ja, das ist richtig, aber Maurice ist doch eher mehr die Lady. Und gut, Sherry, da hast du schon recht, auch glamourös, aber auch gerne mal eine, die dann auch in Strapsen am Stahlkäfig hing. Ja. Wenn mich meine Erinnerungen da nicht trüben. Deshalb nicht, hat aber natürlich auch viel, viel richtig gemacht. Also ganz klar, aber es sind andere Charaktere, also finde ich es schwer zu vergleichen, die beiden. Machen beide viel richtig, aber auf eben doch auch etwas andere Art und Weise. Mhm. Oder Sherry hat viel richtig gemacht und Maurice macht viel richtig. So. Ja. Ist es dann auch zeitlich im Kontext korrekt. Dann kommen wir zum zweiten Titelmatch des Abends, was ich mir aufgeschrieben habe, und zwar zum Tag-Team-Match. Heath Slater und Rhino verteidigen ihre Titel, vielleicht, gegen Bray Wyatt und Randy Orton, die New Wyatt-Family sozusagen. Ob Luke Harper da irgendwie zwischenfuscht, pro oder auch gegen Randy Orton, sah in der Zeit ein bisschen so aus irgendwie, dass Randy Orton so ein bisschen gegen Harper oder ihn so wegdrückt oder wie auch immer. Werden wir jetzt gleich hören, und zwar kann Christoph mal anfangen jetzt. Was meinst du? Ja, also die Regel besagt ja, seit 2013 gab es bei jedem TLC-Pay-Per-View exakt einen Titelwechsel. Oh, gut. Absolut. Und also wenn bei dieser anstehenden Veranstaltung ein Platz für einen Titelwechsel ist, dann glaube ich, ist es dieses Match. Am ehesten. Okay. Und zwar, ja, nicht zuletzt deswegen, weil Wyatt Family ist ja ein altes, leidiges Thema. Nämlich, dass in Wirklichkeit ist nie was von Belang mit der Wyatt Family angestellt worden. Außer bei der Survivor Series jetzt. Außer jetzt bei der Survivor Series und diese Orton-Storyline. Und damit sollte man jetzt mal vielleicht irgendwas in Schwung bringen Richtung Bray Wyatt. Da, ja. Und du meinst, den Tag-Team-Titel wären dann ein guter Anfang, oder? Es wären die ersten Titel für Bray Wyatt. Ja, das stimmt. Sogar Luke Harper war schon Intercontinental Champion. Also, Wyatts? Ich glaube, die New Wyatts, ja. Ich meine, es ist ja ganz normales Match, könnte ja auch ein DQ sein, ne? Ja, aber weil wir gerade bei auserzählt waren, also ich glaube ja, dass Slater und Rhino jetzt auserzählt sind. Ja, besonders. Ich glaube, es wäre jetzt der Richtige. Jetzt. Noch dazu muss ja. Eigentlich könnte man ja annehmen, wenn man sich so den SmackDown-Roster anschaut, dass eigentlich totale Ermangelung an Main-Event-Babyfaces. Das heißt, eigentlich seltsam, dass man genau jetzt an Randy Orton tendenziell Heel-Turn an die Seite von Bray Wyatt stellt. Irgendwas muss doch da dahinter sein. Aber wir haben noch ein neues Babyface im Main Event jetzt. Ellsworth.
Ja. Oder, ja. Ja, wie meine ich. Ja. Ein Babyface ohne Hals, aber ja, auch das ja. ist... Ein Babychen sozusagen. Ja, dazu später. Genau, aber ohne Kinder. Ich glaube tatsächlich, ja. Ich glaube tatsächlich, Sieg Wyatt Orton. Okay. Marc, glaubst du es auch? Ich finde, das ist tatsächlich, ich meine, das muss ich WWE lassen. Freut mich ja, wenn da noch ein Match mal schwer zu tippen ist, weil man hier gar nicht weiß, wo es hin soll. Die Frage ist, warum macht Orton das, was er macht? Macht er das wirklich, weil er mit Wyatt will? Weil er sich verändert hat? Oder macht er es, um Wyatt von hinten rum in den Arsch zu treten? So, das wäre die erste Frage an der ganzen Sache. Und wenn er Wyatt von hinten rum in den Arsch treten will, macht er es hier? Oder macht er später? So, das wäre wieder die kommende Frage dazu. Was mich allerdings ein bisschen an der ganzen Geschichte wundert, oder beziehungsweise wo ich dann eigentlich denke, Orton kann im Moment Wyatt gar nicht in den Arsch treten, weil Wyatt ihn viel zu gut behandelt. Mhm. Man hätte jetzt natürlich auch erwarten können, dass Wyatt sich als Chef aufstellt und entsprechend Orton schlecht oder anbrüllt, schlecht behandelt etc. Aber nein, sie agieren sehr gleichwertig, Wyatt behandelt ihn auch sehr gleichwertig. Also Orton hat eigentlich im Moment gar keinen Grund, sich gegen ihn zu stellen, außer es ist das Argument, okay, ich bin damals nicht so richtig nicht klargekommen, jetzt habe ich dich verarscht und ja, so komme ich in deinen Kopf oder was auch immer. Was für ein Scheiß das schon wieder wäre. Ja, ich weiß es halt nicht, wo das hin soll. Das ist halt das Problem. Andererseits Randy Orton als dauerhaftes Mitglied der Wyatt-Family, die ja zwar auch, wenn Wyatt sich jetzt nicht verhält wie der Chef, aber es ist eben die Wyatt-Family. Sind die Wyatt-Orton-Family oder... Die New Wyatt-Family wird sogar öfters betitelt. Aber es ist eben immer noch die Wyatt-Family. Mhm. Und Orton so als dann untergeordnetes Mitglied... Langfristig kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Darum finde ich, ist das hier sehr schwer zu sagen. Wenn es noch ein bisschen hält und noch ein bisschen halten soll und aufgebaut werden soll weiter, dann könnten hier durchaus Wyatt und Orton gewinnen, ja. Aber ich weiß nicht, ob Rhino und Slater auserzählt sind, wie Christoph das sagt, weil man könnte ihnen auch durchaus noch den einen oder anderen Überraschungssieg hier geben. Sind ja so ein bisschen das Überraschungsteam und ich finde, das ist schwer. Ja, darum fällt mir auch tatsächlich der Tipp hier schwer. Ich glaube, wir haben natürlich noch einen Punkt. Macht Harper vielleicht was falsch? Das könnte wollte ich auch reinbringen, weil du hattest gesagt, vielleicht will Randy Orton von innen das Ding zerstören sozusagen oder von hinten rum, Bray Wyatt. Wir haben eindeutig Tendenzen, dass Randy Orton Harper nicht gerade mag. Und Harper so ein bisschen eifersüchtig ist auf Randy Orton, weil er der neue Wyatt-Liebling ist, so ungefähr. Richtig. Und Harper zeigt im Moment ja sich, oder tut sich im Moment ja auch eher durch Inkompetenz hervor, bei der Wyatt-Family. Ja, bei SmackDown hat er das Match gerettet, um den Titelmatch zu holen hier, sagen wir mal so. Ja, das gut, aber so mit Kane und so kommt er eben nicht zurecht. Und das könnte natürlich auch passieren, dass hier einfach Harper irgendwas falsch macht und daraufhin Streit in der Gruppierung der New Wyatt-Family oder wie sie auch immer heißen, wollen, geschieht. Ha, gerade war ich so weit, Wyatt und Orton zu tippen. Das heißt, sie haben natürlich auch, ganz normal, habe ich eben schon gesagt, es kann noch jemand disqualifiziert werden und dann heißen die Sieger vielleicht doch Slater und Rhino, weiß man nicht. Richtig, ich denke, ich gehe auch auf Slater und Rhino. Es ist aber tatsächlich wirklich schwer zu tippen. Ja. Und ich denke, hier werden das Slater und Rhino tatsächlich aus Grund irgendeiner Konstellation machen. Entweder macht Orton was falsch oder er macht bewusst was falsch, um eben nicht mit Wyatt den Technik-Deal zu bekommen, sondern Wyatt über kurz oder lang eben zu verraten. Oder Harper macht irgendwas, damit nicht Orton mit Wyatt den Titel hat, weil Harper das ja viel lieber mit Wyatt hätte. Also es sind halt sehr viele Sachen, die passieren könnten, obwohl natürlich das Wyatt-Orton-Team eigentlich das klar überlegene Team ist. Darüber brauchen wir uns, glaube ich, über nicht zu unterhalten. Mhm. Rhino und Slater sind ja auch ein Überraschungsteam. Mit Backenbart. Ein Underdog-Team. Wer bitte? Mit Backenbart aber unterwegs, der Rhino jetzt, weil er ja seine Wahl verloren hat. Ja. Sieht er jetzt wieder anders aus, komischerweise. Hey. Hey, ja. Hätte ich ja vor der Wahl gemacht, bisschen rasieren, aber naja, gut. Okay, sei es. Ob dein Backenbart stärker ist oder nicht, das wissen wir nicht. Wer weiß, vielleicht ist die Aerodynamik dann besser beim Gore. Bei der einzigen Aktion im ganzen Match, der Gore. Dann ist ein Flieg durch den Ring jetzt, ohne Wart. Also Slater und Rhino bei dir. Ich sag Slater und Rhino, aber es ist wirklich schwierig. Ich könnte hier ziemlich auf den nackten Arsch fallen mit, aber gut.
Ich sag die beiden. Das sage ich nämlich auch, Slater und Rhino, weil ich nämlich auch nicht ganz weiß, weil wir eben keine Stipulation dabei haben, weiß ich nicht genau, was Harper da macht oder das ist mir alles zu. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon die da Randy Orton das knistern lassen und da wirklich jetzt oder ob wir noch zwei PPVs warten und dann erst Orton gegen Harper oder Wyatt geht, weiß ich nicht. Meistens, wenn ich sowas mir im Kopf durchspiele, bin ich zu schnell. Dann fehlen noch ein, zwei Shows dazwischen durch, aber ich glaube auch, dass Slater und Rhino das Ding machen. Durch eine QC, glaube ich. Also Slater und Rhino gebe ich auch. Jan, gleichst du aus mit den Wyatts jetzt oder was machst du? Definitiv sind es. Das ist für mich das Match, wo es mir am einfachsten gefallen ist, was zu tippen. Die Wyatts. Dafür, erstens, die haben im Moment den Push da. Ich sehe es persönlich noch gar nicht allzu schnell mit irgendeiner Trennung von Orten. Das, wenn er was machen wollen würde, storyline-technisch, von innen heraus, dann hätte er damit schon längst anfangen können. Das wäre jetzt so nach dem, so erst führe ich, erst mit dem irgendwelche Sachen gewinnen und dann auf einmal anfangen. Nee, glaube ich nicht. Und Harper, vielleicht kommt da mal was. Aber es gab auch die Promo von Orton, wo er neben Wyatt und neben Harper stand und hat nur gesagt, Orton und Bray Wyatt sind die Besten und so weiter. Und nur die beiden genannte man. Harper hat einfach blöd geguckt. Da hat Orton ja auch schon wieder gegen Harper agiert. Also das nimmt ja wirklich zu. Meinst du, das dauert noch so lange oder lässt man das fallen einfach? Ich glaube gar nicht, dass da unbedingt groß was draus resultieren muss. Da wird halt im Moment wird noch ein bisschen die Hackordnung da auch. Ja, immerhin ist es ja die WWE. Ja, aber es, nur weil der einer sich jetzt, ich sag mal, über den anderen stellt, heißt es ja nicht, die müssen jetzt unbedingt auseinandergehen. Ja, ja. Nee, weil dann könnte man auch, dann kommen sowieso wieder die Leute sagen, ja, ist ja immer dasselbe. Warum muss denn? Es kann ja auch sein, die beiden, jetzt mal ganz einfach, du hast drei Leute, einer ist frisch dabei, Harper war immer so ein bisschen Nummer zwei in der White Family, muss sich jetzt mit der Nummer drei geschlagen, zufrieden geben, muckt ein bisschen auf, Orton ist sowieso immer ein bisschen arrogant, dann hauen die beiden sich mal irgendwo auf der Fresse, geben sich der Hand und gut ist. Denn einen Face-Turn von Luke Harper kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn du jetzt auf die Wyatts tippst, und ich erinnere dich daran, dass es bei SmackDown eine Promo gab, wo eben die Wyatts gegen, ich glaube, ich weiß nicht, American Alpha war es, glaube ich, das Match hatte. Und hinten Backstage haben sich die Champions angeguckt, das Match. Und dann kam AJ Styles rein und hat gesagt, es sitzt sich niemand für die Tag-Team-Champions. Und ich glaube, dass man das hervorhebt, weil man eben doch an Slater und Rhino festhält als Tag-Team-Champions. Meinst du nicht? Dafür waren die beiden mir zu unbedeutend in den letzten Wochen. Um nicht sogar fast zu sagen, in den letzten Monaten. Naja, in den letzten Monaten haben sie erstmal ein Titelturnier gewonnen und Titel gewonnen und Slater hat seinen Vertrag bekommen. Also, das ist jetzt auch nicht so die Welt her. Jetzt halt auch schon wieder ein gutes Stück her. Wir haben ja schon bei der ersten Titelverteidigung nicht damit gerechnet, dass sie die Titel überhaupt verteidigen. Beim Pay-Per-View und spätestens danach, wer jetzt bei der Survivor Series, wären die da halt nicht als Champions, sag ich mal, im Team bei gewesen, wäre es nicht mal aufgefallen, dass die nicht mehr bei sind. Und ja, mein Gefühl ist, Slater, Rhino, das ist jetzt erstmal gut mit den Titeln. Wyatt Family und dann gibt's nochmal das Rematch und dann sehen wir weiter, wer da als nächstes kommt. Ist doch auch mal schön, wenn wir uns einig sind, dass wir uns uneinig sind. Ja, ich überlege jetzt, ob ich mich doch noch zu jetzt hinreißen. Ja, dann komm. Aber wir haben ja die Frage, ob wir ändern wollen, deswegen lasse ich das erstmal noch. Außerdem sieht es gut aus. Wir werden ganz verschiedene Tipps haben, glaube ich. Weil wir immer zwei so getippt haben bis jetzt. Ja, außer dem Mist vielleicht. Aber es wird sehr spaßig beim Auswerten sein für mich dann. Ich mache mal weiter. Ja? Ich glaube, zu den Wyatts ist jetzt, glaube ich, alles gesagt. Und zu Rhino Slater kann man, glaube ich, nicht viel mehr sagen. Leider noch nicht. Kommen wir zu den Damen. Und zwar gibt es ein Tables-Match zwischen Becky Lynch und Alexa Bliss. Oder wie Becky sagt, Lexi zu ihr. Jan, soll ich bei dir schon mal Alexa Bliss eintragen? Ja. Titelwechsel, Jan, ne?
Natürlich. Also Tables-Match Ende des Jahres, da wechseln die Titel immer. Wer ist denn bei SmackDown durch den Tisch geflogen eigentlich? Becky Lynch oder Alexa Bliss? Müsste Becky gewesen sein. Müsste Becky gewesen sein? Das, also, Ist so. Dann heißt das ja, dass der andere gewinnt. Also. Richtig. Ja, das ist zwar die alte Weisheit, aber das hat in den letzten Monaten so oft, es ist dann doch anders gewesen, dass ich halt darauf schon komplett nichts mehr gebe. Und der neue Trend ist übrigens auch nicht bewahrheitet, wie bei Raw. Becky Lynch kommt nicht aus Dallas. Von daher wird sie das wahrscheinlich auch nicht verlieren, den Titel. Denn das haben wir ja zweimal bei Raw auch schon gehabt, ne? Ja, das ist. Und den Titel zu Hause verliert. Also wenigstens das bleibt uns erspart wahrscheinlich. Ich überlege gerade. Nee, Alexa Bliss. Wo kommt die her? Nicht, dass die da herkommt. Auf jeden Fall nicht aus Dallas. Ich habe schon mal geguckt, es kommen nur eine Handvoll aus Dallas und die. Gott sei Dank. Hier nicht bei SmackDown aktiv, also. Ich überlege gerade, es war es nicht die Woche noch irgendjemand, der in seiner Heimatstadt verloren hatte? Ach nee, stimmt ja, Alexa Bliss kommt ja aus Ohio. Gut. Gott sei Dank. Also nimm Alexa Bliss trotzdem, ja? Obwohl ja, klar. Okay. Überfällig. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich nimm auch Alexa Bliss. Wenn es da nicht passiert, passiert beim nächsten Mal. Auf jeden Fall ist der Titel hoffentlich bald bei ihr, denn die ist ziemlich stark. Ich sehe sie gerne, obwohl sie nicht groß ist irgendwie, aber passt da irgendwie rein. Außerdem verstehe ich Becky Lynch nicht, wenn sie was sagt. Von daher nehme ich auch Alexa Bliss. Christoph, nach deiner Theorie dürfte hier kein Titelwechsel stattfinden? Ja, richtig. Den hast du ja gerade verbraten, den Titelwechsel, wie du gerade gesagt hast. Ja, quasi. Und tatsächlich sollte man sie nicht so sehr mit Details wie Becky Lynch ist am Dienstag durch den Tisch geflogen, blipapo, aufhalten. Das gehört dazu. Aber, ich habe mich mit was anderem aufgehalten und genau deswegen, es geht um den Raw-Damen-Titel, der ja momentan der Wanderpokal schlechthin ist. Mhm. Ich glaube, aus genau diesem Grund allein schon wird Becky Lynch am Sonntag Champion bleiben. Okay. Weil sonst die Damen-Titel beide so anmuten, als wäre das der Wanderpokal. Oder als wären alle Damen im Roster so stark, dass jeder jeden besiegen könnte. Das ist auch immer ein Vorteil bei Wanderpokalen, oder? Ja. Wie man es nimmt. Ja, weil die Chance kriegen, ja. Aber nur, wenn es um den Titel geht, ansonsten können sie auch gegen jeden anderen mal einfach so verlieren. Ja. Naja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, der Titel immer wechselt. Mich hätte das bei Raw passt mir nicht, weil es immer nur zwei Damen sind. Mhm. Ja, sag ich das. Gerne noch eine andere. Bei drei Damen wäre der Titelwechsel öfter, würde ich gut finden. Das ist ja das, was ich sage. Das ist ja nicht jeder gegen jeden. Das ist ja nur einer gegen die andere. Oder eine gegen die andere. Solange Charles das Ding wieder zurückbekommt, ist mir das Wurst. Und das andere ist sowieso, das alles ist sowieso eigentlich nur ein Vorspiel. Aha, jetzt haben wir auch mal ein dreckiges Wort benutzt. Bis dann Asuka bei Raw ist. Und dann ist sowieso mit dem ganzen Titelwechseln für alle anderen Damen vorbei. Meinst du Raw? Ich rechne ja fast ja mit SmackDown. Also wenn Asuka wirklich zu Raw gehen sollte, ist schon der gewaltige Unwucht bei den Damen. Dann haben die Bayley, Nia Jax, Sasha Banks und Charlotte und Asuka. Ich glaube auch nicht, dass Charlotte neben Asuka jetzt, dass die beiden nicht, also die Egos oder diese großen Rollen, sagen wir besser, die sie darstellen, wäre in verschiedenen Brands besser aufgehoben. Ja, mein Problem wäre vor allem, dass Askas große Fäden alles mit Damen waren jetzt. Die schon bei Raw sitzen, ne? Die bei Raw sitzen, ja. Aber. Naja, mit Charlotte könnten wir nochmal eine anfangen. Hatten wir noch keine bei NXT. Also ja. Asuka gegen Charlotte. Muss nicht sein. Nein, ich sag nur, wir hatten es noch nicht bei NXT. Ja, Marc, du hast noch einen Tipp offen hier. Becky Lynch, Elizabeth. Ja, sag ich mal, was sag ich denn eigentlich? Ich sag mal, schwierig. Nein, ist gar nicht so schwierig. Ich sag Becky Lynch. Ja, du musst jetzt Becky nehmen, weil wir wieder 2-2 sind. Ja, tue ich auch. Denke, dass, wird schon klappen. Ja. Ja. Auch wenn ich so hoffe, dass es relativ deutlich ist, ist es leider ist es mehr offen, als mir wünschen würde. Auch wenn es halt, und das wäre halt mein größtes Problem, wenn Becky verteidigt, das wäre die zweite Verteidigung gegen Bliss. Also das zweite Match, das zweite Titelmatch, was er gegen Bliss gewinnen würde. Und dann vielleicht erst beim dritten den Titelwechsel zu machen,
Ja, also auf kurz oder lang wird der Titel sicher bei Alexa Bliss landen. Ja, und auch völlig, und auch und vielleicht nicht in dieser Fehde jetzt, aber irgendwann bestimmt oder auch völlig zu Recht. Ich könnte jetzt natürlich sagen, Alexa Bliss hat schon bei NXT nicht geschafft, den Titel zu gewinnen, aber das hat Becky Lynch auch nicht. Also das Argument ziemlich doof. Weiß ich nicht. Also was heißt, auf lange Sicht macht das alles sein, aber ich bin mir da gar nicht so sicher wie ihr. Ich meine, klar kann es so kommen, es ist natürlich nicht ausgeschlossen. Alexa Bliss hätte schon das nötige Rüstzeug, um den Titel zu gewinnen, da bin ich schon bei euch. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das hier tatsächlich so sehen kann. Also ich habe tatsächlich irgendwie so ein Gefühl, das wird Becky hier nochmal verteidigen. Ich glaube auch. Also um was reinzuwerfen nochmal, Alexa Bliss hat ja nur diese Chance bekommen, weil bei der letzten Titelverteidigung sie ja, glaube ich, das Bein unter dem Seil hat, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Nur deswegen ist sie ja dabei. Das heißt, es wäre ja so ein bisschen, Revanche wäre ja schon da, wenn Bliss den Titel hier gewinnt. Ja. Also eindeutig wurde sie ja gar nicht besiegt, oder? Nein, nein, sagt ja auch keiner. Nein, nein. Sie hatte das hätte ja zum Beispiel auch wieder ein, ich sag mal, ein unklares Ende oder nicht so eindeutiges Ende. Auch schon wieder schwierig. Beim Tables-Match, was beide durch oder was soll da passieren? Ja, zum Beispiel, oder... Der Referee geht K.O. und die eine fällt durch den Tisch, der sieht's nicht und dann fällt die andere auch durch den Tisch und erst das sieht er. Also da hat's schon genug Sachen gegeben, wo man gedacht hat. Also würde aber alles Tisch dazu fallen, führen. Ja, durch den Tisch fallen zählt ja wieder nicht. Ja, das kommt noch hinzu. Manchmal. Manchmal. Würde aber dazu führen, dass Becky den Titel behält. Das ist ja das, was ich hier versuche herauszuarbeiten. Ja, klar. Also im Tables-Match kann man es vielleicht sogar noch so rumbringen, dass halt zumindest würde Bliss nicht gepinnt oder submitted werden. Das wäre schon mal dahingehend ganz gut. Aber das wird eh nicht klappen, dass sie gepinnt oder submitted wird im Tables-Match. Also. Ja, sag ich ja, dass das schon mal umgangen wird. Ja. Von daher könnte man, ja, vielleicht könnte man dadurch dann doch noch auf ein drittes Match hinarbeiten, wo Bliss dann, dass die holt, damit sie das dann bis WrestleMania halten kann, bevor Nikki Bella Champion wird. Oh. Ja, dann musst du mit sowas enden. Das ist für mich klar. Der klare Weg im Moment bei den Damen bei SmackDown, dass ein Heel den Titel kriegt und Bliss ist der einzige Heel aktuell, den ich da sehen möchte, weil ich möchte weder Carmella noch Natalya mit dem Damentitel sehen. Ich mag Natalya und ich mag auch Katzen. Also. Das ist... eine Aussage, die ich jetzt nicht 100% unterschreiben würde von meiner Seite aus. Ob Marc Katzen mag. Ja. Und Nikki Bella muss den Titel jetzt nochmal kriegen. Ich würde, wie gesagt, ich gehe fast mit WrestleMania aus. Vielleicht kommt auch Goldberg und spielen einfach beide weg. Und dann ist es auch gut. Ja, das ist natürlich auch möglich. Und dann kann er gegen Lesnar um den Damentitel antreten. Ich meine, der Damentitel sieht ja mittlerweile fast genauso aus wie der World-Title. Also ist das auch scheißegal. Ja, ich bin schon, dass Titel schick geworden sind. Mittlerweile kann ich mich dran gewöhnen. Ja, haben alle schlimmere Farbunterschiede. Ja, Schlimmeres gibt es auf jeden Fall. Viel schlimmere Titel. Da gibt es recht. Wollen wir zum Main Event kommen oder möchte noch jemand was zu den Damen sagen? Nö. Ich höre nichts, außer nö, okay. Dann kommen wir zum Main Event. Und zwar ist es ein Tables, Ladders and Chairs Match um den WWE World Title. Oh my. Champion AJ Styles verteidigt gegen Dean Ambrose und vielleicht noch gegen jemand anders, aber das werden wir erst am Tag erfahren oder in der Pre-Show, wie auch immer. Ja, wir gehen erstmal davon aus, Styles gegen Dean Ambrose, wenn sich das Match verändert, dass ein dritter Mann hinzukommt, wollen wir das dann trotzdem zählen lassen? Ja, ne? Na, wenn einer so mutig ist und den guten dritten Mann, ja gut, kann man ihn Mann nennen, ich weiß es nicht, den dritten Teilnehmer, darauf können wir uns einigen, wenn tatsächlich einer so mutig ist und den tippt, sollte er den Punkt kriegen, natürlich. Nee, ich meine, wenn wir jetzt, manchmal ist ja so, wenn ein Match verändert wurde, haben wir es einfach nicht gezählt, egal wie es ausgeht. Nein, das würde ich nicht machen. Also, ich würde es trotzdem zählen. Jeder, ne? Jeder kann dir einen Sieger nennen und wenn, wie gesagt, einer so mutig ist und den dritten Teilnehmer als Sieger nennt, dann hat er auch den Punkt, aber sonst eben nicht. Marc, bist du denn so mutig? Nein. Obwohl das Tragische ist ja fast, sollte der dritte Teilnehmer in dieses Match kommen, also der gute No Chin Music Master, dann
ist fast zu befürchten. Nein, das wird nicht passieren. Nein, also obwohl besser als Roman Reigns finde ich es dann doch schon wieder. Dein Ernst? Wirklich? Ja, tatsächlich. Als ehemaliger Wrestler sagst du das wirklich? Ja, ich finde nichts schlimmer als Roman. Ja, als ehemaliger Wrestler kommt da jetzt aber wieder das Ding, dass James Ellsworth natürlich James Ellsworth ist, darüber brauchen wir uns ja nicht unterhalten. Aber Roman Reigns mit seiner, spätestens nach seiner Drug-Geschichte, während der World-Title-Regentschaft, geht das bei mir gar nicht mehr. Also dann sogar eher James Ellsworth. Aber gut, das ist jetzt auch ein anderes Thema. Natürlich möchte ich aber James Ellsworth nicht als WWE-Champion, nicht dieses Mal und auch nicht in Zukunft. Ob James Ellsworth zu WWE gehört, darüber kann man sich streiten. Ich sage tatsächlich aber ja, weil wir haben hier nun mal Sports Entertainment. Wir haben nicht ein reines Wrestling-Produkt, das ist der sportliche Teil, sondern wir haben WWE und beziehungsweise generell heutzutage Wrestling, eigentlich auch immer schon, wenn man das genau nimmt, ist Sports Entertainment. So, und Herr Ellsworth ist nun mal kein grandioser Wrestler, obwohl er auch, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Wrestler ist. Nö, ne, er hat einfach, er hat nur nicht den Körper, den man oder das im Mainstream... oder das Kinn, oder die Haare, oder ja, die Kinn, oder keine Ahnung. Also er hat ohne Frage natürlich nicht ansatzweise den Körper, den man im Mainstream-Wrestling irgendwie haben muss. Ja, mehr. Man fragt sich bei dem, ob der überhaupt Sport macht. Der ist Wrestler. Ja, richtig, er ist aber, das darf man, der ist... Der ist ja tatsächlich Independent Wrestler. Und wahrscheinlich auch gar nicht so ein schlechter. Ich gehe da mal von aus, der ist tatsächlich rein athletisch gar nicht so schlecht. Er ist, wie gesagt, aber natürlich in dem Mainstream-Produkt fällt er natürlich, ja, auf. Aber es mag ist ein One-Two-Three-Kid aber auch seiner Zeit. Mag er es leicht dämlich aber, weil er nämlich schon 2 Wochen, bevor er den Vertrag bei SmackDown gewonnen hat, hat er schon Independent, auch vor Kameras, angekündigt, dass er einen WWE-Vertrag unterschrieben hat. Ja, er ist leicht dämlich, ja. Und hat sich verabschiedet. Und das ist natürlich blöd, wenn man dann SmackDown guckt und denkt, oh, jetzt geht's um Titelkampf und jetzt wird er, ob er jetzt und so weiter und so fort. Und dann hat man aber von 2 Wochen schon die News im Ohr noch irgendwo, wo man es irgendwo aufgeschnappt hat, wo man sich nicht spoilern wollte, dass das so ist. Das finde ich ziemlich dämlich. Wenn dem so ist, ich bin mir da, ich hab's nicht im Zeitgefühl, wenn du das sicher hast, dann ja. ist es ziemlich dumm, ja. Ja. Scheint WWE ihn aber offenbar keinen Strick draus gedreht zu haben. Auch nicht, ja. Wie gesagt, also der Entertainment-Teil macht er gut. Und ich will ihm auch zugutehalten, dass er wahrscheinlich wirklich ein ganz guter Athlet ist, auch wenn er nicht so aussieht. Dass er auch das Wrestling gelernt hat. Auch das möchte ich jetzt einfach mal, solange ich nicht das Gegenteil bewiesen habe. Und das, was er bisher gezeigt hat, das sah nicht verkehrt aus, so. Da war aber natürlich auch noch nicht viel. Das muss man auch dazu sagen. Sowas kann man wahrscheinlich auch, wenn man nicht völlig untalentiert, grob motorisch und unsportlich ist, auch innerhalb von 5 Monaten bei einem vernünftigen Trainer lernen. Oder aber gut, einstecken kann er, hat er gesehen. Einstecken kann er gut. Richtig. Also sieht gut aus, wirklich. Also darum finde ich schon, er gehört zur WWE. Ob man das nun mag oder nicht, das ist auch noch eine andere Sache. Aber unterhält eine ganze Menge Leute und warum nicht? Natürlich World Champion bitte nicht, ist ganz klar. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass WWE so weit geht. Andererseits habe ich in den letzten Jahren immer mal so einige Sachen gedacht, wo ich meinte, WWE geht nicht so weit und dann ging WWE doch so weit. Also es wäre einfach auch nur ein weiterer... Aber von AJ Styles zu James Ellsworth ist doch Galaxien. Richtig. Muss man das machen? Richtig. Darum denke ich auch nicht, dass es hier passiert. Ja, ich tippe hier auf AJ Styles, weil ich nicht wüsste, wo man mit Dean Ambrose wieder als WWE Champion hinwollen würde. Mhm. AJ Styles hat da noch durchaus ein paar mehr Möglichkeiten, wer dann kommen kann. Ja. Gibt da ja auch ein paar Gerüchte um große Namen und also legendäre Namen, muss man ja schon sagen. Also ich denke, es ist für WWE hier der sinnvollere Weg, AJ Styles das Ding zu lassen, als mit Ambrose. Ja, wie gesagt, gut, wer weiß, was die schon für Ideen in der Schublade haben. Ich glaube es aber nicht. Ich denke, AJ behält das Ding und Ellsworth, ja. Ja, wer weiß. Irgendwie müsste er natürlich auftauchen. Andererseits könnte man ja nicht auftauchen, natürlich auch mit der Tracht Prügel, die er bei SmackDown bekommen hat, erklären, dass er jetzt tatsächlich erstmal weg ist. Ja. Er kann aber natürlich auftauchen, vielleicht mit dem Hals Krause oder so, haben wir auch schon alles gesehen. Also, ja, mach sein, wird aber, denke ich, ja nicht zum Titelwechsel führen. Weder für ihn
noch für Ambrose. Ich denke auch nicht, dass es ein Money-in-the-Bank-Contract ist. Also ich glaube nicht, dass Ellsworth in das Match kommen kann und sagen kann, ich möchte jetzt meine Titelchance. Nee, Ellsworth hat ein Titelmatch. Ja, richtig. Ja. Wenn er natürlich vorher in der Show auftaucht und sagt, okay, komm, ich will da rein, ich will da mitmachen. Ja, aber dann ist eigentlich, dann muss er es auch nicht gewinnen. Also dann ist die Überraschung auch nicht mehr da. Also er muss es sowieso nicht gewinnen, aber dann denke ich, wird, also, ja, ich will Ellsworth nicht als Champion. Niemand will Ellsworth als WWE-Champion, oder doch? Ich weiß es nicht. Gibt es Leute, die Ellsworth als, gibt es tatsächlich Menschen, die Ellsworth als WWE-Champion wollen? Ich weiß es nicht. Gibt Leute, die haben sehr komische. Zumindest gibt es laute Ellsworth. Ellsworth-Rufe. Ja, das ist schon erschreckend. Es ist eine Sache, aber ich sage ja, eine Sache ist, ihn lustig zu finden und ihn auch mal anzufeuern, aber eine andere Sache ist, ihn als WWE-Champion zu sehen wollen. Mhm. Naja, weil ich frage ja, kann er den Titel überhaupt tragen, also stemmen? Macht er das überhaupt? Wenn er Sport macht. Auf jeden Fall hängt der Gürtel, also wenn er im Bauch bindet, hängt er wahrscheinlich vorne auf jeden Fall ziemlich über. Also er kippt dann so nach vorne über oben. Na gut, also ich sage, AJ Styles wird das hier machen, ob mit Ellsworth, ob ohne Ellsworth, sei völlig dahingestellt. AJ Styles bleibt hier WWE-Champion und das ist mein Tipp. So. Gut, dann frage ich mal den Christoph. Und Christoph, wenn Ellsworth hier mitmacht und das Match irgendwie gewinnt, hat er AJ Styles viermal besiegt. Und jetzt du. Ja. Ja, tatsächlich ist dieser James Ellsworth ja eher eine Art Running Gag, der ein bisschen aus der Kontrolle geraten ist. Aber er hat natürlich jetzt irgendwie bei den Fans einen totalen Kultstatus und damit natürlich auch, da bin ich voll bei Marc, absolut seine Berechtigung. Absolut. Ob man ihn jetzt wochenlang wirklich im Main Event Nähe gebraucht hätte, hat man leider. Ja, so ist es gekommen. Weißt du auch warum? Oder soll ich sagen, warum ich meine, dass es so ist? Weil er over ist, wie Sau. Nee, man hat ihn reingebracht, weil ein. Weil John keine Cena eine Pause ist genommen das Smackdown. Hat. Mit John Cena ist eine Pause entstanden. Eigentlich sollte nämlich auch Dean Ambrose eine Pause kriegen, weil beide irgendwie filmerisches, irgendwie serienmäßig irgendwas gemacht haben. Mhm. Und da hat man erstmal jetzt John Cena gegen aus Ermangelung an Babyfaces, oder? Ja, man musste irgendwie was im Main Event machen, was man mehrere Wochen hinziehen kann und was wahrscheinlich nicht langweilig wird. Und durch diese Konstellation zwischen den beiden und Ellsworth, also zwischen Styles, Ellsworth und Dean Ambrose, war immer so ein Dreier gespannt und was macht er jetzt? Ne? Also, wer hilft ja wem, wer ist auf wen sauer, wer gewinnt dagegen wen, war alles ziemlich skurril und hat uns über die letzten Wochen manche unterhalten, mich total angepisst, aber das habe ich schon oft genug bei Give Me Five gesagt. Ja. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, dass wir John Cena bald wiedersehen. Und das dann spätestens als ganz woanders, weiß ich nicht. Das bleibt zu hoffen, weil was ist zu erwarten für einen James Ellsworth bei SmackDown? James Ellsworth ist zu erwarten, dass er vielleicht über kurz oder lang in die Cruiserweight-Division wechselt. Ja, aber Tag Team Run vielleicht wäre auch geil. Ja. ich kann mir, tut mir leid, James Ellsworth nicht mit einem WWE Titel, also nicht den WWE-Titel, sondern einem WWE-Titel irgendwie nicht vorstellen, weil er ist einfach, das macht ihn natürlich auch irgendwie unterhaltsam. Er ist ja natürlich der ultimative Underdog der Underdogs im WWE-Produkt. Ja. Aber das reicht meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, der ist jetzt unterhaltsam erstmal. Aber das war, ich bringe mal ein anderes Beispiel in der Geschichte, so ein Zack Gowen. Zack Gowen fanden auch die erste Zeit. Mensch, guck mal, der hat ein Bein und das war unglaublich verhaltsam. Ja, das ist aber doch was anderes, ob jetzt einer kein Bein hat oder kein. Oder kein Kinn hat. Ja, ist doch was anderes. Ist doch. Nein, ist doch was anderes. Nein, aber ein Beispiel ist, wie hieß denn der junge Mann, der damals, als die WWE die ECW-Brand aufgemacht hat, da hat man noch jemanden geholt, der sich so als Schüler von Tommy Dreamer irgendwie ins Spiel gebracht hat und dann gegen Tommy Dreamer geturnt ist. Ja. Und dann wurde es ganz, ganz schnell ruhig um diesen jungen Mann, dessen Name mir nicht mehr einfällt. Aber das müsste Colin Delaney gewesen sein. Colin Delaney, dankeschön, Jan. Jan hat auch der dieses Jahr noch bei AIW zum Beispiel Tag Team Champion war. Genau, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, Marc, was du meinst. Erst gab es den Hype darum und dann plötzlich war er weg. Aus der Feder weg. Und es ist halt nicht was anderes und es ist halt was Interessantes. Aber es ist nicht ewig interessant. Und ich denke, das wird auch James Ellsworth irgendwann treffen.
Irgendwann ist es einfach, ist das, dann hat man sich daran satt gesehen, an dem lustigen, lustig aussehenden, lustig dreinblickenden, ja, schmalen. Und tatsächlich ist der Typ halt auch, und so ehrlich, und jetzt lassen wir die Kirche beim Dorf, halt auch wirklich nur überschaubar talentiert. Man muss wirklich, und das fängt bei seiner Körpersprache an, die einfach jedes Mal einfach so viel zu viel ist. Es gibt diese Kostümschauspieler, die zum Beispiel in Disneyland Mickey Mouse Kostüme anhaben. Die machen immer so großzügige Gesten, weil sie halt so ein klobiges Kostüm anhaben. Genau so bewegt sich dieser James Ellsworth. Stellt sich den mal, wenn er zum Ring kommt, mit einem Mickey Mouse Kostüm vor. Er leidet auch. Es ist wirklich so, es ist wirklich so. Er hat so großzügige, so völlig over the top, aber nicht over the top, wie es Lexi Bliss macht zum Beispiel, sondern so absolut kein Körpergefühl mäßig. Ja, aber wobei ich ihn überlassen möchte, dass er diese ganze Fädengeschichte zwischen Ambrose und Styles, die er sich auch schon eine ganze Weile zieht, dass er die schon irgendwo der was dazu gibt. Das will ich ihm lassen. Ohne Zweifel. Drum, ich habe gesagt, over wie Sau ist er ja und damit hat er seine Berechtigung. Da bin ich voll bei dir. Aber natürlich, der Typ hat nicht den Look, der Typ hat vor allem mit dem Geek, er hat nicht das. Also. Er hat auch nicht das, nee. Team, möchtest du sagen? Ja, also. Der ist halt jetzt der WWE-Superstar geworden, weil er halt der absolute Anti-WWE-Superstar ist und das halt zum Running Gag geworden ist. Obwohl ich mal eine Frage in den Raum werfen würde, was würde denn passieren, wenn ein James Ellsworth, machen wir doch was im WrestleMania-Match, gegen einen zurückkehrenden oder noch einmal One Night Only kämpfenden Shawn Michaels antritt? Jetzt macht Shawn Michaels die Sweet Chin Music und trifft ja immer ins Leere. Also kann er eigentlich James Ellsworth nur schwer besiegen? Das könnte interessant werden, denkt mal drüber nach. Fällt der Kopf ab. Da wurde man ganz klar sein. Das ist jetzt aber gemein. Nein. Christoph, du kannst ja bei dem Typen keinen Chinlock ansetzen. Nein, auch keinen Chinlock. Ja, schon gar keinen Double Reverse Chinlock. Ja. Okay, also alles Spaß natürlich. Also. Nein, aber wie gesagt. Ja, du machst ja auch keinen Armbar bei einer Blindschleiche. weniger. Biologie. Ja, nein, aber wie gesagt, ich will ihm seine Berechtigung ja absolut lassen und über kurz oder lang denke ich aber auch, wird er dann auch wieder im Independent-Bereich verschwinden. Ja. Aber gut. So, du brauchst noch einen Tipp noch, oder? Jojo, Christoph. Jo. Also nicht James Ellsworth. Schade. Und ja. Wobei, Respekt für diesen Styles-Clash am Dienstag auf die Treppe, Auchi. Also Respekt für den Stuhlschlag, als er da so dämlich hing. Das tat mir weh. Ja. Aber, ja, also, ja gut, dieser Styles-Clash sowieso. Ganz, ganz fürchterliche Aktion. Scheußlich. Ich dachte erst einmal die Treppe mit dem nicht vorhandenen Kinn mit. Da habe ich mich schon gegraut, dass da wieder was passiert. Aber ich glaube, er ist wirklich mit dem Kopf radiert da auf der Treppenkante. Ich hoffe, naja, gut, das Kinn wird er sich nicht gebrochen haben, also. Ja, deswegen hat er den Vertrag bekommen, oder? Kinnwitze. Christoph, Tipp? Ja, aber auch wenn der Style Clash einer der scheußlichsten Aktionen in der kompletten Wrestling-Welt ist, wer, wenn nicht er, soll weiterhin World Champion bleiben. Well, natürlich AJ. Wer sonst? Ist es gar nicht. Du musst ihn nur richtig nehmen. Wenn man natürlich den im Kopf abfängt, wie Yoshitatsu, dazu den Styles Clash, dann ist das natürlich unangenehm. Oder einfach nach unten guckt, wie James Ellsworth. Styles. Also. Die Aktion ist ja wirklich nicht, die steht doch von ihrem spektakulär Level doch in keiner Relation zu ihrer Gefährlichkeit. Ich finde die super spektakulär. Ja, das seht ihr aber falsch. Der Styles Clash ist gar nicht so gefährlich. Er ist halt nur dann gefährlich, wenn du ihn falsch nimmst. Weil Styles kann nicht viel falsch machen bei dem Move. Der ihn nimmt, der kann viel falsch machen. Ja, genau das ist das Problem. Und genau das ist das Problem. Ja, aber theoretisch, also zumindest Mark kann da jetzt wahrscheinlich mehr zu sagen, aber aus meiner Perspektive ist das Einzige, was du als derjenige, der den Clash nimmt, Kopf zurück machen muss, ist Kopf in den Nacken. Richtig. Ja. Was halt theoretisch wesentlich einfacher ist als bei fast allen anderen Moves. Ja. Sag ich ja. Genau das, was ich gerade sage. Also,
klar, wenn du es dann nicht machst und es schief gehst, aber wie dann oft hast du dann jemand schon nicht gemacht? Dann siehst du es kommen auf jeden Fall. AJ Styles wrestelt ja schon länger und es ist schon öfters schief gegangen. Ja, also, aber ganz ehrlich. Es ist jedes Mal hässlich. Jedes Mal. Also ich persönlich habe jetzt von, glaube ich, drei Fällen. Scheußlicher Move. Drei Fällen mitgekriegt in irgendwie 15 Jahren. Wo er halt jedes Jahr so 100 davon gezeigt hat. Ja, ja. Also ich sag's mal so, da wird wahrscheinlich, also dass dreimal die Aktion falsch genommen wird, wirst du wahrscheinlich selbst in der WWE bei den Finishern pro Jahr bei den meisten öfters haben, als es bei Styles in der ganzen Karriere war. Ja, das ist wie High-Attacke. Klar, das ist halt, denke ich auch, wenn du, wie Jan richtig sagt, du zeigst das Ding 100 Mal im Jahr, und das über die ganzen Jahre, die Styles aktiv ist, oder ihn zeigt, so rum, und drei gehen eben schief, dann ist es eher wahrscheinlich, dass die drei wirklich der Fehler des Nehmenden war, als dass die hunderten Styles-Clash, die korrekt waren, dass dann Styles ein Fehler war. Natürlich, und jeder Piledriver, der korrekt ausgeführt ist, ist absolut ungefährlich. Überhaupt keine Diskussion. Aber bei ja, eben nicht, ja. Das ist ja aber wieder das, was absolut ungefährlich ist. Aber der war ja nicht korrekt ausgeführt, oder? Der war zu tief, ja, eigentlich. Ja, der war ja alles andere als korrekt ausgeführt. Von wem, vielleicht welchen redet der denn, damit ich meine. Von Owen Hart gegen Austin. Ja, der war zu tief, der Kopf war ihm zu tief, natürlich. Klar. Nur, wie gesagt, das ist dann immer wieder auch Kontaktsport. Jetzt kann ja auch nicht sagen, ein High Knee oder ein High Knee Lift oder ein Jumping Knee oder was weiß ich, ist jetzt eine gefährliche Aktion, nur weil einmal John Cena die Nase fast an die Hallendecke geflogen ist. Natürlich ist es eine gefährliche Aktion, aber es ist eben einmal schiefgegangen, also in der Form schiefgegangen und hunderte Male nicht schiefgegangen. Das kann im Prinzip bei fast jeder Wrestling-Aktion passieren. Dafür ist es ein Kontaktsport. Das ist halt so. Da Jan noch gar nicht gesagt hat und ich einen kleinen Twist bei mir in der Antwort habe, würde ich erst Jan hören. Hoffentlich nimmt er mir mit seiner Glaskugel nicht den Gag weg, den ich machen möchte. Jan, was sagst du dazu? Da meine Antwort relativ unkreativ ist, bezweifle ich, dass ich dir auch was wegnehme. Um das gleich rauszuräumen, no Chin, no Win. Ohne Chin gewinnst du nix. Also zumindest ist es keine Titel. Dann muss es Ambrose machen jetzt. Nee, der auch nicht. Ich sage, Styles gewinnt das, damit man denn im Januar beim Rumble ein Match aus dem diesjährigen Januar wiederholen kann. Okay. Jetzt setzen alle auf Styles. Eieiei, dann wird's Elsworth. Ich tippe auch auf Styles. Okay. Und zwar, weil ich Dean Ambrose nach den letzten SmackDown-Sendungen überhaupt nicht mehr sehen kann. Der geht mir so auf die Eier. Ganz schlimm. Es wird immer schlimmer. Auch unrealistischer und Quatschmomente und das war wirklich furchtbar. Ich glaube aber, dass James Ellsworth hier teilnimmt und James Ellsworth hier turnt. Oh. Aber dann ist Willi, dann ist dein Flair weg. Also nicht Ric Flair, sondern sein Flair, weil ein James Ellsworth als Heel ist genauso. Guck mal, das war auch der Untergang eines Colin Delaney. Der ist gegen Tommy Dreamer geturnt. Dann hat Mark Henry nochmal verhauen bei ECW. Und dann war er uninteressant und weg im Prinzip. Aber durch wen ist dann Ellsworth in die WWE gekommen? Das war Styles. Ja, das glaube ich. Erinnert euch, es war Styles. Also Roman eigentlich, oder? Sie turnen niemanden auf dem Höhepunkt seiner Overness. Das glaube ich nicht. Na, weiß ich noch nicht genau. Ich liebäugel noch damit. Irgendwas, also es kann sein, dass Ellsworth einen Fehler macht und Ambrose deswegen verliert. Das hatten wir schon. Ich glaube, eigentlich ist es ja ein 2-1 gegen Styles in dem Match. Und da wir Tables leider einen Scherz haben, ist immer Zeit, dass die beiden sich richtig geben und Ellsworth immer mal zwischendurch mal ein paar auf die Fresse kriegt oder mal einen austeilt. Oder mal einen Tisch wegschiebt oder eine Leiter ruckelt. Irgendwas ist immer. Aber Styles gegen Ellsworth, Entschuldigung, aber Styles gegen Ellsworth steht allerdings auch 0-3. Das heißt, Styles hat einiges gut zu machen. Ja, dass der mal stark dargestellt wird. Vielleicht sieht er einfach beide. Die ganze Story zusammenzubringen, nicht immer 100% gegeben. Kann man ja auch mal so sagen. Er hat eine Niederlage bekommen, weil er einfach rigoros auf ihn eingeprügelt hat und es qualifiziert wurde, zum Beispiel. Okay. Ich glaube, da ist noch Spielraum drin. Das ist noch interessant. Also ich hoffe einfach, weil mich dieses Engel so total ankotzt, dass da irgendwas passiert, wo ich auch mal drin bin. Und das würde mir eigentlich nur
Den Fehler, dass Ambrose Bates verliert, hatten wir schon. Wir hatten es auch schon, dass er was Gutes gemacht hat und Ambrose hat gewonnen. Hatten wir auch schon. Und Styles muss gewinnen. Das ist überhaupt keine Frage. Nach der Fehde muss Styles das Ding irgendwie gewinnen. Da ich nicht denke, dass Dean Ambrose irgendwie einen Titel kriegt, erstmal wieder, weil er als Titelträger war er furchtbar. Als, war nix. Ja, als Jäger ist er besser. Aber für mich nicht, aber für die meisten ist er besser. Ich glaube, hier kommt ein Turn von Ellsworth. Auf jeden Fall gewinnt Styles. Davon gehe ich aus. Und ich hoffe, unsere WTR-Regel greift hier nicht und Ambrose gewinnt oder Ellsworth gewinnt. Ich hoffe es ja nicht. Deswegen Styles auf jeden Fall auch bei mir. Andere Leute würden sich jetzt verlegen am Kinn kratzen, nicht James Ellsworth. Tja, nein, aber ich meine ganz ehrlich, also Ellsworth hin oder her, aber Ellsworth als WWE-Champion, das wäre aber schon tragisch, ganz ehrlich. Also wir machen so unsere Witze drüber, weil keiner wirklich dran glaubt, das wäre wirklich tragisch. Aber also jeder würde SmackDown einschalten, um zu gucken, wie es weitergeht. Ja, auch nicht tragisch für die Einschaltquoten, auch nicht tragisch für die Millionen, die WWE im Jahr verdient, aber tragisch für diesen Titel. Mhm. Also das tut mir leid. Obwohl es wäre natürlich, wenn Ellsworth... Das wäre der David Arquette der WWE-Geschichte. Ja. Obwohl Ellsworth wenigstens Wrestler, in Anführungsstrichen. Na doch, doch, ich will ich gar nicht. Er ist schon Wrestler. Er hat ja das Wrestling gelernt. Das will ich schon sagen. Also, aber es wäre, also das 2017, dann den WWE-Titel. Gut, ich meine, gab schon so einige komische WWE-Champions, möchte ich sagen, in der Geschichte, die ich nie so ganz verstanden habe. Aber nein, James Ellsworth mit diesem Gürtel rum, stellt euch das vor, die Promokarten, die Bilder, die. Nee, ganz ehrlich, das geht nicht. Also, wenn Ellsworth Face bleiben sollte, dann spielen sie das Spiel auch weiter, dass er zum Beispiel in den Rumble reinkommt. Das kann und er ja. Dieses ängstliche Abstauber-Ding wird auch da irgendwie passieren, dann, wenn er in den Face bleibt. Das kann er ja alles machen, aber er wird den Rumble nicht gewinnen und er wird auch den WWE. Ja, gewinnen, davon gehe ich nicht aus. Nein, wo willst du da die Sache? Dann kommt wirklich noch schon Michaels zurück und gewinnt den Titel und macht das Match gegen Ellsworth. No, no Chin Music gegen Sweet Chin Music. Also, nein, das wird alles nicht passieren. Ganz ehrlich, also es wäre wirklich tragisch, Ellsworth den Titel zu geben. Und das glaube ich, also ich meine, klar, wir haben schon manche Entscheidungen, konnte man nur noch mit dem Kopf schütteln, die bei WWE getroffen wurden, aber das wird WWE, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Also Ellsworth wird nicht WWE-Champion. Davon geht, glaube ich, keiner aus. Hoffen wir mal. Also. Ja, das ist wieder so ein Ding, das darf eigentlich gar nicht passieren. Nee, sowas. Aber er spielt aber schon lange genug oben mit da jetzt gerade. Weiß ich nicht. Nee. Ja, müssen wir mal gucken. Ja. Ich mache das Ding mal rund jetzt, und zwar haben wir jetzt was seit ich irgendwie die WWE-Podcast, die Opening Bells mache, habe ich das ein bisschen eingeführt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Jan kennt das. Ich gebe immer so eine Erwartungsshow-Note vorher schon ab. Um die Erwartungen schon mal so ein bisschen so abzuchecken und zu gucken, ob ihr überrascht wart nach dem Pay-Per-View mit der neuen Note oder nicht. Oder ich finde es sehr interessant, es wäre schön, wenn ihr mitmachen würdet. Wir haben es jetzt immer so gemacht, aber wer nicht möchte, braucht natürlich auch nicht. Ne? Ich würde mal Jan fragen, ob Jan schon mal eine Vorschau-Note abgeben würde, was er denkt, was da kommt bei 6 Matches. Und wir sind ja alle, bis auf Miz und AJ Styles, sind wir uns total uneinig, was ich ziemlich cool finde. Und es ist ein TLC-Pay-Per-View, was ich auch ziemlich cool finde. Jan, was meinst du denn? Was erwartest du denn? Also TLC war in den letzten Jahren häufiger mal so lala. Mhm. Auch gerade bei den Stipulation-Matches. Und hier ist das Potenzial, zumindest für mich, dass ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und nur denke, ach du Jemini. Ähnlich wie vor ein paar Wochen bei der Wahl. Mhm. Das Potenzial ist da. Ich gehe jetzt mal von der freundlichen 7 aus. Also wie einfach, immer, weil ich ja, weil das Potenzial, das ist so zwischen dem, was ich hoffe, und dem, was es schlimmstenfalls werden könnte, so irgendwo dazwischen. Weil, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, alleine Ziggler könnte bei mir halt die Note im Zweifel schon 2 Noten runterschmeißen, weil ich halt beim letzten Mal schon leicht frustriert war, sagen wir es mal so. Aber wenn deine Alexa das gewinnt, sind 2 Noten oben wieder, oder? Bliss könnte das zumindest zu einem guten Teil ausgleichen. Das wusste ich doch. Weshalb
ich halt auch nicht zu niedrig gehe. Aber sagen wir es mal so, wenn die Stipulations auch vernünftig eingesetzt werden oder dann halt mal lieber halt zu wenig gerade von den Stühlen genommen wird und dann lieber halt nur ein oder zwei Stühle und man dann nicht den John Cena macht und dann da 20 Stühle in den Ring schmeißt oder auf den Gegner schmeißt. Mhm. Oder so ein Schwachsinn, sondern mal alles mit Sinn und Verstand, dann kann das durchweg unterhaltsame Veranstaltung werden, vor allem, weil mit den 6 Matches die Hauptcard halt relativ schnell rübergehen dürfte, ohne dass sich die zu sehr streckte und Längen hat. Die Matches, die vielleicht nicht so ganz so spannend sind, sollten halt auch nicht so lange gehen. Normalerweise, hoffentlich. Also wenn Carmella, Nikki Bella länger als 10 Minuten geht, dann würde ich mir schon ein bisschen Gedanken machen. Ja. Allerdings. Gut, ja, eine freundliche 7 von dir. Um die anderen beiden mal anzusporen, ich gebe eine 8. Holla. Ja, ja, holla, holla. Und zwar, weil ich glaube, ich habe seit Jahren ist TLC, also ich habe meine Zeit gehabt, da habe ich nicht alle Pay-Per-Views geguckt, sondern viel gelesen. Was? TLC ist sowas, was ich mir fast immer live angeguckt habe, weil ich einfach das Konzept gut finde, weil ich ein alter ECW-Markt bin und einfach sowas mal im Jahr brauche. Oder vielleicht auch 2-3 Mal im Jahr. Ne? Ja, hat auch ganz viel gemeinsam mit ECW. Naja, so, na, aber man sieht nicht sowas, was man immer sieht, das meine ich damit. Ne? Man sieht auch mal was anderes irgendwie. Außerdem scheint das Ding ganz kurzweilig zu sein. Wir haben viele Fäden, die beendet werden müssten und eigentlich ganz gute Sachen auf der Card, aber es wird kurzweilig sein. Also es wird nicht der Überpay-Per-View sein, deswegen kurzweiliger Spaß mit hoffentlich ganz, ganz viel Story im Main-Event. Ich freue mich drauf, was da für ein Quatsch wieder kommt. Aber ich gebe mal eine 8 und ich glaube, ich werde nicht enttäuscht werden. Ich hoffe es zumindest nicht. Also Christoph, so ist sehr erfahren. Christoph, also so auf kurzweiligen Spaß stehst du. Das müssen wir dann ja. Alles klar. Okay. Christoph, du bist ja bei TLC eigentlich immer dabei ja. Und hast ja schon Statistiken rausgehauen von sonst wann hier. Absolut. Was meinst du denn? Was schätzt du ein? Wie ist TLC hier immer so? Was gibst du so? Ja, ich habe nochmal recherchiert, tatsächlich im Rahmen der Statistiknahme. Letztes Jahr 6 Punkte gegeben. Da war da allerdings der Main Event war letztes Jahr Sheamus gegen Roman Reigns. Boah. Und gelöscht aus meinem Kopf. Und letztes Jahr 6 Punkte dafür gegeben und 6 Punkte ist auf meiner 0 bis 10 Skala so solider Durchschnitt. Es sind 6 Punkte. Ab 5 wird's bedenklich und abwärts. Soll es ein 6 auch sein jetzt erstmal? Ich bin ja optimistisch und mir gefällt die Karte auch besser als letztes Jahr. Mhm. Vorsichtige, aber optimistische 7 Punkte. Okay. Christoph, wenn mehr als ein Titelwechsel ist, hau ich dich, ne? Weißt du. Ich habe extra geguckt die ganze Zeit. In mein Podcast-Gesicht. Ja. Marc. Magst du also weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die Card finde ich auch besser als letztes Jahr. Man kann mir aber fast ja jede WWE-Card dahinstellen, wo Roman Reigns nicht drauf ist. Und ich finde es besser als die vom letzten Jahr, wo Roman Reigns im Main Event stand. Also ist das jetzt auch nicht so schwierig gewesen. Ansonsten muss ich doch jetzt hier kurz mal Jan aufgreifen. Ich möchte hier erstmal in aller Form natürlich unserem neuen US-Präsidenten, dem WWE Hall of Famer hier, so Donald Trump, gratulieren. Weil wenn er die Weltherrschaft hat, möchte ich, dass hier getippt wird, dass ich ihm gratuliert habe. Sollte man durchaus bedenken, liebe Freunde. Also ich gratuliere hier herzlichst. So. Wo waren wir dann noch? Ach so, das TLC, richtig. Also ich sag mal so, wenn die Stipulations vernünftig ausgeführt werden in den Matches und man auch ein paar vernünftige Sachen damit sieht, also sie intelligent eingesetzt werden, könnte das tatsächlich bei mir, denke ich, eine 7 werden. Ich glaube, höher kann es bei mir nicht kommen. Also irgendein Markout-Moment sehe ich hier sowieso nicht für mich, aber der ist eh noch ganz, ganz schwierig bei mir zu bekommen. Fast unmöglich mittlerweile. Oh, Mark Out. Man kann ein besserer Name für dich eigentlich Mark gewesen, oder? Mark Out? Ja, oder Mark Henry, nicht? Aber der Gag war ja schon weg. Ja, also wie gesagt, das, ja, ich denke eher, es wird sich im Bereich der 6 einpendeln.
Aber ich sage ja, wenn man hier vernünftig und intelligent das Ganze macht, könnte es vielleicht eine 7 werden. Und wenn wirklich irgendwas ganz Großartiges, Tolles passiert, auch höher, aber sehe ich nicht. Also ich würde irgendwas zwischen 6 und 7 annehmen, werde ich am Dienstag hier. Ja, dann mache ich jetzt ein 6,5 draus. Ne? Ja, mach das. Also auf jeden Fall werde ich mehr Punkte geben als bei der Survivor Series letztes Jahr. Ich glaube, davon kann ich jetzt schon sicher ausgehen und ja, das ist ja auch schon mal was. Marc, bist du eigentlich bei beim Rumble dabei? Weißt du das schon? Das kann ich dir noch gar nicht sagen. Weil der Rumble ist ja auch meistens das Problem, dass die großen Männer immer sehr, sehr als Favoriten gelten dort. Und genau. Da du ja ein Fable für große Männer hast, um es mal so blöd auszudrücken, ist es immer ganz interessant, deine Meinung zu hören dazu, finde ich. Ja, aber selten gewinnen. Also, ja, selten gewinnen, ja. Die Siege von Big Men in Royal Rumbles halten sich auch in Grenzen. Aber wir haben da einen Lesnar, einen Goldberg, einen Braun Strowman zum Beispiel. Ja, die Wyatt werden dabei sein. Und also keiner von denen wird gewinnen. Vielleicht auch der neue Schauspieler Mark Henry ist vielleicht auch dabei. Ja, weißt du, würde Mark Henry, den Rumble, würde Mark Henry den Rumble gewinnen, so jetzt hier mal im klaren Deutsch, nicht, dass ich denke, ich kriege ja was nebenbei. Doch, tue ich, aber es ist nur, warte, was ist denn? Es ist T400 Energy Drink. Also würde Mark Henry den Rumble gewinnen, dann wäre natürlich hier, dann würdet ihr mich ja noch, wo ihr auch immer wohnt in Deutschland, würdet ihr mich feiern hören. Halte ich aber leider nicht für so ganz wahrscheinlich. Von daher. Aber weiß ich noch nicht. Vielleicht bin ich dabei, vielleicht nicht. Ich glaube aber keiner von den genannten, um das schon mal wegzunehmen. Also von den eben genannten wird den Rumble gewinnen. Auch Goldberg und Lesnar nicht? Nee, auch Goldberg und Lesnar nicht, weil die beiden ja WrestleMania gegeneinander waren. Okay. Und, dann tipp mal jetzt ja nicht. Umso gespannter sind wir, was du denn auf den Rumble tippst, wenn du denn dabei bist. Wenn ich dann dabei bin, genau. Also, vielleicht James Ellsworth doch und dann hat er das gewusst. Wer weiß. Leute, wir sind durch. Wir haben es geschafft. Wir sind ganz gut durchgekommen heute. Waren ja auch nur 6 Matches. Ich würde eine Verabschiedungsrunde schon einleiten, wenn ihr möchtet. Und abschließende Worte vielleicht noch, wenn ihr noch irgendwas auf dem Herzen habt. Und ich würde heute mal mit Jan beginnen. Sehr gut, weil bei mir wird es ein kleines Stück länger. Verdammt. Ja, erstmal möchte ich auch noch ein paar Grüße ausrichten, nämlich an den guten Matt Seidel, denn der ist endlich aus dem Gefängnis entlassen worden. Glückwunsch dazu. Weswegen saß er denn? Drogen? In Japan, weil er... Nick, schmuggelt irgendwas, ne? War das so? Er hatte Gras mit bei. Ach, natürlich Drogen! Mensch! Hab ich gelesen, stimmt, der Trottel. Und ich wusste das wirklich nicht. Also ich tatsächlich wusste ja, nee, also zumindest, wie gesagt, also wirklich offiziell zwar immer alles nichts, aber es ist mehr oder weniger offiziell, es war wohl Gras, das er mit bei hatte und Japan ist da ganz, ganz, ganz streng. Ein großer Sportler, der gute Mann, tut er mir leid, warte, lass mich überlegen, nein. Ja. Er ist auch selbst schuld, wenn man am Flughafen Drogen dabei hat, ist man auch dumm. Ja. Ich hoffe, er musste ein paar Mal die Seife aufheben und hatte eine schöne Zeit. Jetzt ist er auserzählt. Gerüchteweise könnten das durchaus 2 Monate oder mehr gewesen sein, die er. Ja, ich glaube, das war jetzt eine ganze Weile. Immerhin hat durch der deutsche Bub David Finlay profitiert, von daher ist das ja auch nicht so schlimm. Und naja, mit Seidel-Fans waren weder ich noch Matze. Wir finden das nicht so wirklich schlimm. Und noch der kleine Tipp, falls jemand es nicht mitgekriegt hat. Wir nehmen ja jetzt Donnerstag auf. Und es ist noch nicht Mitternacht, von daher kann ich sagen, morgen für uns gibt es noch so eine kleine andere Show von so einer kleinen anderen Liga, nennt sich Ring of Honor, Jahresabschluss-Show, findet auch noch statt. Also wer vielleicht vor TLC sich noch eine Show angucken möchte oder in der nächsten Woche, wäre da auch noch was. Gibt so nette Sachen wie ein World Title Match zwischen Adam Cole und Kyle O'Reilly. Oder ein Television-Match zwischen Marty Scurll, Will Ospreay, Bobby Fish und Dragon Lee. Die Young Bucks und die Briscoes um die Tag-Team-Titel, also da ist viel dabei. Oder auch ein Cody Rhodes, der sein Debüt gibt für Ring of Honor gegen Jay Lethal. Und jetzt, wenn man es nicht guckt, kann man Jan auch darüber reden hören wahrscheinlich in nächster Zeit bei uns. Das definitiv wird allerdings ein bisschen dauern, weil das immer so traditionell unser letzter Roundtable im Jahr ist. Also nicht gucken, erst hören und danach gucken. Nee. Erst gucken und dann hören, was wir dazu sagen. Na gut. Also,
so lange sollte keiner warten müssen. Dadurch, dass die WWE ja jetzt denn in 2 Wochen dann den nächsten Pay-Per-View hat. Roadblock. Ja, wenn wir die Tradition beibehalten, wie gesagt, dann halt erst nach Roadblock gibt's das denn. Aber dazu wird's mit Sicherheit was geben. Also bei der Card müsste die Card schon fast ausfallen, die Veranstaltung, weil der Hammerstein Ballroom überflutet wird oder sowas. Oh, da haben wir ein Bier. Gut. Also, ja. Easy dub. Ja, ich hoffe, dass da das nicht übertrieben wird mit den Chats. Mhm. Aber ja, schöne Card auch da. Mit dem Potenzial vielleicht ganz leicht über der WWE-Card zu sein. Zwar nur leicht. Aber nur ganz leicht. Ja, so ganz knapp. Von daher, schönes Wrestling-Wochenende, würde ich mal sagen. Wenn ihr es noch vor dem Wochenende hört, euch allen auch ein schönes Wochenende. Euch dreien hier ein schönes Wochenende. Und bis Dienstag, bis je nachdem, wann ihr den Roundtable hört. Weil Dienstag wahrscheinlich nicht, weil wir den da erst aufnehmen. Also bis dann, wenn ihr das hört, schöne Woche, schönen Anfang Dezember, schönen zweiten Advent. Vergesst nicht, die Türchen aufzumachen am Kalender. Nicht, dass die Schokolade schlecht wird. Das möchte ja keiner. Nee. Und nicht vergessen, Stiefel putzen für den 6. Vielleicht ist ja dann was drin. Wenn es nur der Nachbar ist, der ihn gekackt hat. Tschüss. Tschüss, Jan. Könnte bei uns übrigens passieren. Also, es soll hier im Nachbareingang jemanden gegeben haben, der ein Hausflur geschissen hat. Wenn die Ohren wahrscheinlich. Gut, dann ist Geld da. Naja, dann hätte man das wenigstens noch auf eBay verkaufen können, aber. Bitte. Hätte dafür wahrscheinlich sogar noch ordentlich Geld gekriegt, aber naja. Ich fürchte auch. Oh, Jan, Mann. Tschüss. Tschüss. Christoph, deine letzten Worte. Das hört sich aber auch an. Jetzt meine ich. Magst du noch was sagen und dich verabschieden? Moment. Sprichst du jetzt mit wem sprichst du jetzt? Ich spreche ja, mit dir. Weil es war nämlich kurz, alle weg. Alle weg. Ich wollte deine abschließenden Worte und die Verabschiedung hören. Meine abschließenden Worte, ja, mir steht ja anstrengendes Wochenende bevor, weil ich komme und wohne ja in Österreich. Also ich komme ja aus Österreich und wohne ja auch dort. Und du kommst bestimmt auch gelegentlich in Österreich, wie du schon richtig sagtest, ja. Mhm. Ja, das heißt, uns steht ja vielleicht hat das ja über die Landesgrenzen hinaus ja irgendwie Gehör gefunden. Wir stimmen ja dieses Wochenende endgültig ab über den neuen Bundespräsidenten. Ja, endgültig bis nächsten Monat. Nach der x-ten Wahlverschiebung. Ja. Das heißt, am Dienstag, wenn wir uns wieder hören, weiß ich ja schon, wie es ausgegangen ist. Das heißt, wir können uns am Dienstag, könnte es sein, dass wir uns hören. Und Österreich hat einen deutsch-nationalen, ganz rechtsaußen-Burschenschaftler als Bundespräsidenten. Ja, vielleicht auch Donald Trump. Und das, ja. Das. Oder die Deutschen kommen wieder, kann auch nicht aussehen. Absolut. Hey, vielleicht podcast mal den nächsten TLC-Pay-Per-View-Show sozusagen als, in einem als Land. Als Landsmänner. Das heißt, oh Gott. Ja, ihr habt ja auch einige Zuhörer aus Österreich. Also liebe Österreicherinnen und Österreicher, die jetzt zuhören, keinen deutschen nationalen Burschenschaftler von ganz rechts außen. Auch wenn er ein bisschen langsam ist, wir wählen bitte Alexander Van der Bellen am Sonntag. Was hast du denn jetzt schon wieder gegen die Deutschen hier? Ja, an die deutschen Freunde, wer sie, ganz egal, ob er die AfD abstoßend oder vielleicht anziehend findet, er kann sich anschauen, was in Österreich los ist. Das ist nämlich Populismus im fortgeschrittenen Stadium. Die FPÖ macht seit den 80er Jahren ganz ausgezeichnete Arbeit im, ja, alles vollscheißen mit populistischen und rassistischen Blödsinn. Sowas sollte man auf jeden Fall unterbinden. Bitte, bitte wählen gehen. Also. Unbedingt. Also, aber wenn dieser Norbert Hofer auf jeden Fall diesen Sonntag Präsident werden sollte, dann ist in der Nacht darauf James Ellsworth als World Champion auch schon egal.
Okay. Ich bin mir sicher, wir wurden jedem österreichischen Nachbar Asyl gewähren. Sollte es so weit kommen. Er sollte dann nur nicht in gewisse Bundesländer ziehen, also weil da ist dann auch nicht wesentlich schöner. Ich spreche leider aus Erfahrung. Ja, ich bin auch da. Bei uns haben die halt auch schon mindestens 20-25%, je nach neuen Umfragen. So, anno 2018, die Kanzlerin Frauke Petri wird uns sicher freudig aufnehmen. So, in dem Moment hören wir auf, über Politik zu reden. Denn das will ich nicht unbedingt. Dann werde ich aber zu Lee Harvey Oswald. Oh, 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 oh. Christa, sag schnell tschüss, bevor es ausartet hier. Was? Ich wollte hier auch noch was sagen hier. Es geht nicht mehr los. Es ist doch schon längst ausgeartet. Gut, gut, Christoph. Ich sag mal zu dir tschüss und nimm mal den Markt dran. Das mag auch was sagen. Also, meine lieben deutschen Mitbürger, ja, wird immer was sie wählen sollen am, wann ist die Wahl? Am Sonntag bestimmt. Das werde ich ihnen nicht sagen. Das werden sie mit deutschem Stolz und deutschem Herzen selbst entscheiden. In so. Österreich bei der Wahl. So sieht's aus. Ja, gut, wie auch immer. Naja, auch große Deutsche. Nein, jetzt wird's hier. Nein. Wollen wir das nicht weiter ausführen? Zum Beispiel die German Troopers. Doch, die muss ich noch erwähnen. Als große deutsche. Also absolut. Absolut. Einer vereinten Nation muss ich eines Großdeutschen. So, der ist aber nicht gut. Nein. Ja, ich wünsche euch. Trooper 1 und Trooper 2. Trooper 1 und Trooper 2. Obwohl, die hatten bestimmt Namen, nur man kennt sie nicht. Und wahrscheinlich auch die Kommandanten. Es war tatsächlich nur der eine German Trooper und der andere German Trooper. Okay. Und die Gegner, okay. Und die Gegner waren Brad und Brad Holiday. Ja, Brad und Brad Holiday. Ja, aber vielleicht hatten einfach, was weiß ich, vielleicht hießen sie auch Erhard und Adolf. Man weiß es nicht. Das könnte sein. Oder Norbert. Oder Norbert. Gut, so, jetzt ist aber wirklich gut hier. Also, liebe Leute, ja, ihr könnt hier sowieso nicht wählen. Die meisten werden wahrscheinlich den Podcast hier aus Deutschland hören und die können sowieso in Österreich niemanden wählen. Also müssen wir uns alle überraschen lassen, ob hier Christoph am Dienstag weinend bei uns im Podcast sitzt oder ob er freudestrahlend, ja, nicht weinend, durch die Gegend hüpft. Oder nach Deutschland ausgewandert ist, kann natürlich auch sein. Und genau, vielleicht wohnt er dann schon bei mir hier, man weiß es nicht. Im Gästezimmer. Dann müssen wir den Kopfhörer einfach mal rübergeben, dann passt das auch. Also, wir werden sehen. Ja, aber wirklich Spaß wünsche ich euch dann jetzt auch beim Wrestling am Wochenende und ja, wollen wir mal hoffen, dass wir da alle doch eine ganz unterhaltsame Geschichte geboten bekommen und dass nicht der gute Herr Ellsworth tatsächlich sich am Dienstag mit dem WWE-Titel schmückt. Ja, oder sonst irgendeine Grauseligkeit passiert. Ja, wollen wir das mal so alles freudig in Erwartung stellen. Ja, dass es nicht passiert. Gut, bevor ich jetzt mit dem Schwafeln hier gar nicht mehr aufhöre, wünsche ich euch viel Spaß und sage bis Dienstag. Und ja, tschüss bis dann halt. So, dann habe ich wie meine letzten Worte. Ich danke erstmal meinen drei Mitrednern. Wir hören uns ja Dienstag wieder, ansonsten auch allen Zuhörern. Wir danken dem Pumper im Hintergrund, denn der werkelt wieder in der Aufnahme, dass auch wirklich alles funktioniert und wir nicht umsonst quatschen hier. Ansonsten, wer mich mal blöd anlabern will von der Seite, ich bin Samstag bei der GWF in Berlin wieder dabei. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei TLC. Ich hoffe, das wird auch annähernd so gut, wie ich hoffe. Bitte. Und ja, ansonsten bis dann.